Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Nachmittag hier im Haus Sonnenblick zu dem Vortrag über okkulte Geheimzeichen, das habe ich mal betitelt. Okkulte Zeichen, Zahlen und Daten, die uns da in Politik, im Alltag und im Weltgeschehen begegnen. Der Vortrag ist im Grunde eine Fortsetzung oder auch Ergänzung zu meinem ersten Thema, das ich schon vor Monaten mal einen Vortrag gehalten habe, vielleicht hat ein oder andere von Ihnen ihn gesehen. Ich möchte ganz kurz darauf zurückgehen. Da ging es darum, dass unser Geldsystem, das wir heute in dieser Welt haben, im Grunde der Schlüssel ist zur Diktatur des Antichristen, der in der Bibel, in dem Buch der Offenbarung, im 27. Buch des Neuen Testamentes, prophezeit wurde. Und dort habe ich gesagt, und der sich mit der Prophetie der Bibel ein bisschen beschäftigt hat, der weiß es auch, dass am Ende der Zeit, und also in der Endzeit, die Erde, die Welt, alle Nationen letztendlich von einem antichristlichen Herrscher, von einer antichristlichen Diktatur beherrscht und kontrolliert werden. Und auf dieses Ereignis letztendlich läuft die Zeit, laufen wir zu. Keiner weiß es und keiner soll es auch wissen, wann es genau der Fall ist. Und im Zuge der Nachforschungen, was dieses Geldsystem da getroffen hat und wo wir festgestellt haben, dass doch nach und nach, auch wenn man es jetzt sieht, die Zusammenführung von Europa, die ganze Globalisierung auf der Welt, sieht man schon eindeutige Zeichen, ja, wie letztendlich eine solche Diktatur aussehen könnte. Also vor 100, 200 Jahren konnten sich die Menschen das mit Sicherheit noch nicht so vorstellen. Heute sind wir da schon, wie gesagt, 200 Jahre weiter, ein paar hundert Jahre weiter und es ist für uns im Grunde schon vorstellbar, dass so wie jetzt Europa zusammengefasst wurde und auch andere Regionen in der Welt, Eurasien und so weiter, ist ja schon das Thema, dass es ist keine Utopie mehr für uns, dass wir mit dem Gedanken anfreunden, anführungszeichen könnten, dass die Welt irgendwann mal auch so weit zusammenwächst, dass hier ein Führer ganz oben ansteht. Und bei den Nachforschungen dorthin bin ich über viele, viele Dinge gestolpert und bin darauf aufmerksam geworden. Und so wie ich letztendlich auch herausgefunden habe, dass diese Zuführung über das Geldsystem, so wie wir es heute haben, ihren Ursprung letztendlich ganz am Anfang der Geschichte hat, so haben auch letztendlich die ganzen Symbole, die uns da hier auf diesem Weg hin begleiten, auch ihren Ursprung ganz am Anfang der Weltgeschichte, ganz am Anfang, also im Grunde schon bei der Schöpfung. Wir sehen es hier auf der Grafik. Ich habe das extra gleich von Beginn an schon mal aufgelegt. Hier müssen wir gerade mal kurz das wegdrücken. Geht es? Moment, da muss ich kurz selbst ran, eine Sekunde. Verstorben, Entschuldigung. Was ist da jetzt? So. Wir sehen hier, das kann man diese Zahlen, die Sie hier sehen, die sind alle aus der Bibel entnommen. Nichts von jetzt Weltgeschichte und so weiter, sondern alle diese Zahlen, die Sie jetzt gerade hier sind, aus der Bibel entnommen. Das heißt, nach der Schöpfung vergingen 1656 Jahre, genau, das kann man also anhand den Stammbäumen und so weiter sich auch nachrechnen, bis dann die Flut einsetzte. Und wer in der Bibel kundig ist, der weiß, dass die Flut lediglich 8 Menschen überlebt haben. Das war Noah und seine 3 Söhne, jeweils mit ihren Frauen. Also das heißt, 4 Familien, 2 Generationen haben diese Flut überlebt. Und wir gehen jetzt bei der Betrachtung, was die ganze Symbolik betrifft, gehen wir genau an diesen Punkt zurück. Wir gehen also zurück ins Jahr 1656 nach Adam. Momentan befinden wir uns im Jahr etwa 6240, 6250. Es kursieren hier unterschiedliche Kalender, unterschiedliche Daten, lasse ich dadurch nicht verwirren. Bei der Betrachtung kommt es nicht auf 300, 400 Jahre an, welcher Kalender jetzt richtig ist. Darum geht es jetzt heute nicht. Aber was wir sehen, ist, dass auch darin schon ein Beweis letztendlich liegt, was die Bibel betrifft. Weil wir haben heute auf der Welt etwas über 7 Milliarden Menschen.
Wenn sich das für viele nicht vorstellbar, wie können denn diese 7 Milliarden Menschen hier schon sein, wenn doch im Jahre 1656 nur 8 da waren? Kann das überhaupt sein? Geht das überhaupt? Wer der Mathematik ein bisschen mächtig ist, der kann sich das leicht nachrechnen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, welche Bevölkerungsentwicklung, welches Bevölkerungswachstum wir haben in der Welt. Weiß es jemand von Ihnen, so schätzungsweise von der Zahl her, prozentual? 2%. 2%, genau, haben wir momentan etwas weniger. Das ist von 1656 nach der Schöpfung laut Bibel bis heute etwas über 7 Milliarden Menschen sind. Das würde einem Bevölkerungswachstum entsprechen von 0,5% knapp. Das heißt also sogar weniger, wie wir es heute haben. Auch allein das schon ist ein Beweis dafür, ja, dass diese Zahlen richtig sind. Wir reden also hier über Millionen von Jahren, denn sonst wären wir hier heute keine 7 Milliarden Menschen auf der Erde, sondern vielleicht 70 oder 700 Milliarden. Ja. Sondern hier ist es auch ein Nachweis, dass auch die Bibel hier wieder recht hat. Deswegen habe ich die Folie hier aufgezeigt, und auch um Sie darauf hinzuweisen, dass wir uns jetzt einfach mal gedanklich begeben wir uns jetzt in das Jahr 1700 nach Adam, also wir gehen jetzt 4.500 Jahre im Grunde zurück, und von dort aus starten wir unsere Reise. Von dort aus ergeben sich zwei Linien. Zwei Linien, also Noah hatte drei Söhne, und das eine war das Sem. Da kommen auch die Semiten, ja, dieser Ausdruck. Der zweite Sohn war der Japhet und der dritte Sohn war der Ham. Da kommen die Japhetiten und die Hamiten, wie man nennt sie. Diese Söhne haben nach in der Völkertafel in der Bibel, in 1. Mose 7 können wir das entnehmen, auf der Völkertafel heraus, aus diesen drei Linien hat sich die Weltbevölkerung bis heute entwickelt. Das heißt, wir alle haben also praktisch den gleichen Vorfahren, nämlich Noah, ja, und einer seiner drei Söhne. So, aus, wie wir aus der Bibel weiterhin entnehmen können, hat sich aus der Linie des Ham haben sich entwickelt ein Sohn von ihm, das war der Kusch, und dieser Kusch hat einen weiteren Sohn gezeugt, das war der sogenannte Nimrod. Diesen Nimrod wird in der Bibel als erster Gewaltherrscher der Erde, der Erdgeschichte, der Weltgeschichte bezeichnet. Es war also der Erste, der sowohl Städte gebaut hat, der Erste, der als Diktator sozusagen auftritt. In der Bibel wird er nur kurz bezeichnet, 4-mal insgesamt kommt er dort vor. In den Mythologien, das werden wir gleich noch sehen, ist auch wesentlich häufiger von ihm die Rede. Und er ist eine ganz wichtige Gestalt, nicht nur in der Bibel, sondern auch für die Weltgeschichte, was die Entwicklung heute betrifft. Auf der anderen Seite sehen wir den Sohn Sem von Noah. Sem lebte noch nach der Sintflut 500 Jahre. Wir wissen aus der Bibel, dass die Personen vor der Sintflut, der älteste Mensch war Methuselah, der wurde 969 Jahre alt. Der zweitälteste war dann schon Noah. Noah lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre. Wir haben also etliche Menschen, die sowohl vor der Sintflut als auch nach der Sintflut gelebt haben. Wenn wir das jetzt mal den Bogen jetzt mal spannen von Sem bis runter nach zu Abraham und Isaak, dann sehen wir, dass auch noch zur Zeit Abrahams und zur Zeit Isaaks war Sem noch am Leben. Und Sem war auch der erste, das ist auch wichtig für diese Betrachtung, Sem war der erste Mensch, der in der Bibel bezeichnet wird, beziehungsweise nach dem Gott bezeichnet wird. Das heißt in einer Stelle, der Gott Sems. Das wird danach nur noch von drei weiteren Personen gesagt, nämlich, so wie wir es kennen aus der Bibel, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Aber als allererstes wird in der Bibel betont, der Gott Sems. Und Noah hat seine Söhne, nämlich den Ham, verflucht. In der Bibel ist auch wichtig, noch mal zu wissen, ich will es gerade noch ins Gedächtnis rufen, er hat ihn verflucht, weil Noah hat gesündigt, er hat Alkohol getrunken, ja, er war betrunken gelegen und hat sich sozusagen entblößt, und Ham hat irgendwas in dieser Situation, in dieser Szene, hat es entdeckt und hat es weitergesagt an die anderen. Seine Söhne Sem und Japhet haben dann Noahs Blöße wieder zugelegt, so steht es in der Bibel. Was genau ist in dieser Szene passiert, wissen wir nicht. Aber das war Grund dafür, dass
Noah seinen Sohn Ham verflucht hat und er sollte zusammen mit seinem Sohn Kanaan und seinen anderen Söhnen zu Knechten Sems werden. Also nur weil das nochmal, das so ist in der Bibel auch dargestellt, dass wir wissen, Sem ist praktisch die Linie letztendlich, wo auch nachher Jesus Christus nach 4200 Jahren auf dieser Erde als Sohn Gottes auf die Welt kam. Das heißt, da finden wir in dieser Linie, in dieser Abraham-Linie, nach Isaak und so weiter, die Bibelkundigen wissen das dann über David bis zu Jesus. Dementsprechend haben wir aber eine zweite Linie und das ist die Linie Hams. Die Linie Jafets habe ich jetzt hier nicht mit draufgeschrieben, denn wir müssen Jafet irgendwo in der Mitte sehen. Jafets und seine Nachkommen waren sowohl auf der Seite Sems als auch auf der Seite Hams zu finden, wenn ich jetzt mal von dem Glauben an Gott ausgehe. Und dann haben wir in der Linie Hams eben die Seite, die gegen Gott rebelliert hat. Das ist die ungläubige Seite, sage ich jetzt mal, daraus sind die Heiden erwachsen. Aus der Seite Sems sind die Gläubigen erwachsen, so wie sie heute auch noch letztendlich als Nachfahren von Abraham und so weiter, wenn sie gläubig sind, bis nach Jesus eben gelten. Nimrod wurde bezeichnet in dieser Linie als erster, der gegen Gott rebellierte. Es geht um die Rebellion gegen Gott. Und Nimrod war auch der die ersten Städte gegründet hat. Und jetzt wollen wir uns jetzt einfach mal diese Linie, mir war das wichtig, das am Anfang vorauszustellen, damit Sie sehen, dass wir auch heute noch nach diesen beiden Linien letztendlich die Menschheit einteilen lassen können. Und dass das, was, auf das wir heute zulaufen, auf die antichristliche Diktatur, das findet statt letztendlich in der Linie rechts, die Sie hier rechts sehen, in der Linie Habs. Und der Ursprung dieser Entwicklung, der liegt in Babylon. Und auch hier schlägt die Bibel einen Bogen von Babylon ganz am Anfang, das Nimrod gegründet hat, kurz nachdem die Sintflut war, bis in die Zeit, die noch vor uns liegt. Denn auch in der Offenbarung wird letztendlich das System, das wir irgendwann bekommen werden, das antichristliche System, als Babylon bezeichnet. Babylon, die Hure Babylon, so wird es bezeichnet, auf das wir wieder zulaufen. Und innerhalb dieses Bogens letztendlich befinden wir uns jetzt, wenn wir über Symbolik reden, wenn wir über Prophetie reden, wenn wir darüber reden, wie wird sich die Erde entwickeln und mit welchen Gefahren auch haben wir letztendlich zu kämpfen. Was begegnet uns heute im Jahr 2014, wenn wir uns draußen in dieser Welt bewegen? Und das hat alles seinen Ursprung damals in dieser Linie, schon kurz nach der Sintflut, wo sich alles entwickelt. Babylon war die erste Stadt, letztendlich, die gegründet von Nimrod wurde und die von Gott abgefallen ist. Es war also ein ständiger Kampf, der dort stattfand. Und ich muss das leider abkürzen, weil ich kann nicht die ganze Mythologie jetzt letztendlich aufführen. Aber was wichtig ist für uns noch einmal heute zu wissen, dass eben Nimrod diese Städte gegründet hat. Es sind insgesamt 7 oder 8 Städte, die genannt sind in der Bibel. Und wir wollen uns mal anschauen, wie das jetzt, nur damit wir es auch einmal von der zeitlichen Perspektive begreifen, wie so wie ich das gerade dargestellt habe, und auf der anderen Seite auch von der regionalen. Wenn Sie jetzt auf der Seite tun, rechts, da steht rechts unten Babylonien. Und von diesem Babylonien aus ging es letztendlich aus und hier wurden in dieser Region die ersten Städte gegründet. Was war der Grund, warum die Städte gegründet wurden? Die Menschen, sie waren damals ohne Städte. Sie waren wie Nomaden und sie waren der Gefahren auch der wilden Tiere ausgesetzt, die letztendlich auch auf der Welt waren. Nimrod war der Erste, der es fertigbrachte, Menschen um sich zu scharen und diese Menschen zu beschützen mit Mauern, indem er also denen beibrachte, dass sie Mauern bauten, um irgendwelche Lager und so die ersten Städte gegründet wurden. Dadurch erwarb er sich einen Namen als Retter, als großer Jäger, der also praktisch das Volk, die Menschen beschützte. Und das war auch der Grund, warum er letztendlich auch verehrt wurde. Er wurde verehrt als wie ein Gott sozusagen, weil er die Menschen als mächtiger Führer letztendlich um sich scharte oder unter sich scharte letztendlich. Ja, und so erlangte er praktisch, wenn man so will, einen Verehrungsstatus wie einen Gottstatus. Er heiratete. Und seine Frau hieß Semiramis. Semiramis war die Frau Nimrods.
die gleichsam in dieser Zeit auch dementsprechend als Frau des Königs, als Königin verehrt wurde. Es gibt einen Begriff, den wir heute auch noch kennen, der hört sich etwas böse an, dieser Begriff. Ne? Das ist das Wort Moloch. Ein Moloch ist eigentlich was Negatives. Moloch war der erste Name in Babylon für König, bedeutet König. Und der erste Moloch war also praktisch Nimrod. Es gibt Städte heute, und es gibt auch heute noch, wie man sagen, eine sogenannte Moloch-Verehrung. Ja, innerhalb von irgendwelchen Geheimlogen und so weiter taucht immer mal wieder das Wort Moloch auf. Es geht zurück auf diesen ersten Gott Nimrod. Was ist nun passiert? Dieser Nimrod hat sich mit seiner Frau Semiramis zusammengetan, hat Städte gegründet, hat Menschen um sich geschart, und diese wurden also gottgleich verehrt. Es gibt jetzt einen Mythos, würde ich mal sagen, es fällt unter die Mythologie in der Geschichtskunde, in der Historie, aber es wird auch in der Bibel letztendlich bestätigt. Und wir müssen uns immer, wenn wir uns mit solchen Dingen beschäftigen, auf die Bibel berufen, was dort letztendlich auch bestätigt wird, das können wir als wahr annehmen. Und Nimrod letztendlich wurde getötet, nachdem er schon mehrere Städte aufgerichtet hat, nachdem er einen Weltherrscher von damals, der erste Weltherrscher im Grunde war, wurde Nimrod getötet. Seine Frau Semiramis, die gründete den Tempelkult. Den Tempelkult, der zum Beispiel Tempelprostitution mit beinhaltete. Also es sind viele Dinge, auf die ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen kann. Wichtig ist für Sie, dass Sie einfach mal sagen, so den Rahmen, dass man so den Rahmen versteht, was ist damals da passiert. Wir haben also einen Tempelkult gehabt, wir haben einen Herrscher gehabt, wir haben eine Königin gehabt und wir haben dann irgendwann den Tod dieses Königs gehabt. Komme ich später nochmal drauf zu sprechen, wie dieser Tod dieses Nimrods verstanden ging. Aber bis es soweit war, hat er also mehrere Städte letztendlich gegründet in diesem babylonischen Reich, und nun wurde er getötet. Wir wissen es nicht, das wird auch in der Bibel nicht genannt, ob es jetzt in Babylonien war oder ob es später in Ägypten war. Aber er wurde letztendlich getötet. Und seine Frau, die Semiramis, gebar später, nach dem Tod Nimrods, einen weiteren Sohn. Und sie machte dem Volk weiß, dass dieser Sohn die Reinkarnation ihres Gatten Nimrods war. Es gibt eine Tempelinschrift, die in Ägypten steht, dort heißt es von Semiramis direkt, Semiramis, ich gebar die Sonne. Durch das, dass also praktisch die Sonne damals ja, als wichtigstes Element der Menschen galt, denn in der Dunkelheit wurden sie früher von wilden Tieren angegriffen, man hatte Angst, ja, aber am Tag war praktisch alles in Ordnung, und so wurde die Sonne angebetet, und die Semiramis war also so in der Lage, mit dieser Behauptung, die natürlich mit Kulten und so weiter untermauert wurde, sehen wir gleich noch, das Volk dahingehend zu manipulieren, dass sie glaubten, unser alter König Nimrod, der gegen Gott rebellierte, der ist jetzt wiedergeboren in ihrem Sohn Tammuz. In der Bibel finden wir das bei dem Propheten Hesekiel, in dem 8. Kapitel, können Sie gerne mal dort nachlesen. Dort wird Hesekiel in einem Gesicht, so nennt man das, also von Gott im Grunde weggeführt, ein Gesicht bekommt er, also eine Vision, die ihm Gott schenkt. Und er sieht dort, wird nach Jerusalem geführt, und unter anderem sieht er dort Frauen, die um den Sohn Tammuz, das ist nämlich der Name dieses Sohnes, weinen. Und er sieht Männer, die Sonne anbeten. Ezekiel 8, ja, wenn wir das ganze Kapitel einfach mal reingucken, dort finden wir auch diesen Namen wieder. Also demnach sind sie auch in der Bibel verbürgt, und demnach sind sie auch wahr. Jetzt war es so, dass das Ganze ja nicht bei Babylon stehen blieb, sondern es ging weiter. Wenn wir das jetzt mal von rechts unten, gehen wir jetzt mal nach links rüber, Richtung Mittelmeer, und dann nach Ägypten rüber. Also dort wurden also praktisch auch durch Israel hindurch, Jerusalem, und dann sehen wir unten Ägypten. Ägypten war im Grunde die zweite Station oder eine der Stationen, die auch von Nimrod bzw. Tammuz letztendlich gegründet wurden, diese Städte. Das heißt, auch die ägyptische Geschichte beruht auf dieser Linie von Ham, Nimrod und dieser Semiramis. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass in allen diesen Ländern
weil ich muss einen kleinen Schritt noch zurück machen, eine Erklärung muss ich noch geben. Babylon, bevor jetzt Ägypten bevölkert wurde, was ist in Babylon passiert? In Babylon ist passiert der Turmbau zu Babel, der heute ja in der Bibel auch einfach symbolisch dafür steht, ne, für das, dass sich die Menschen einfach erhöht haben. Ja, sie wollten Gott gleich werden und Gott hat was getan. Er ist heruntergefahren, so steht es in der Bibel. Lasst uns herunterfahren und ihre Sprache verwirren. Das heißt, Babylon steht auch für die Sprachverwirrung, auch Babel genannt, für die Sprachverwirrung und für die Zerstreuung der Völker in alle Länder. Also das heißt, hier sind die ganzen Völker zerstreut worden über die ganze Erde und sie konnten ihre Sprache, sie konnten sich nicht mehr untereinander verständigen. Das haben wir, das Problem haben wir heute noch, ja, wenn wir heute nach, selbst wenn man nur nach, wenn ich jetzt 20 Kilometer von in Karlsruhe rüberfahre, über den Rhein, bin in Frankreich, ich kann kein Französisch, verstehe ich dort schon nichts mehr. Geschweige denn, wenn man nach China geht, ja, oder wenn man nach Ägypten geht oder in irgendein fremdes Land. Und so war es damals auch gewesen. Und so sind die Menschen verstreut worden. Und aus den ganzen Mythen der ganzen Völker kann man jetzt einen zentralen Punkt heraus erkennen, der bei allen gleich war. Oder vielmehr zwei. Der erste ist die Flut. Bei allen Völkern, in allen Mythen, sei es jetzt bei den Skandinaviern, sei es bei den Südamerikanern, bei den Indianern, bei den Asiaten, bei den Chinesen, bei den Indern, überall haben wir die Flut als großes Ereignis in irgendeiner Form mythologisiert. Und das Zweite, was wir feststellen können, ist, dass wir bei allen diesen Völkern einen zweiten Mythos haben. Und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und der begründet sich auf diesen ersten Rebellen gegen Gott, auf diesen ersten Nimrod mit seiner Frau Semiramis. Wir sehen hier eine Zusammenfassung. Links sehen Sie verschiedene Länder und dann sehen Sie verschiedene Namen. Durch die Sprachverwirrung sind verschiedene Namen natürlich auch entstanden. Nimrod hieß dann eben nicht mehr Nimrod, sondern er hatte eben andere Namen. Er war ein mythologisierter Mensch, der dafür stand letztendlich für die Sonnenanbetung. Genau wie seine Frau, die Semiramis, die bekannt ist, der Name Semiramis finden wir in der Bibel nicht, wir finden aber den Namen Ishtar. Der Name Ishtar oder der Name Astarte, das haben Sie bestimmt schon mal gehört, die Astarten, die werden in der Bibel, glaube ich, 28 Mal genannt. Und es gibt verschiedene, selbst bei Mose schon, verschiedene Abschnitte in der Bibel, wo eben Gott das Volk Israel anweist, oder je nachdem, verschiedene Könige, Hiskia zum Beispiel, wo dann die Standbilder, die Götzenbilder, die Götzenverehrung, das sind alles Standbilder der Astarte, der Ishtar, der Semiramis, der Isis. Das ist alles eine und dieselbe Gottheit, ein und dieselbe Person. Das wird so in der Geschichte, wenn Sie mal in die Geschichtsbücher reingucken, von vielen nicht erkannt. Das wird auch von vielen geleugnet. Und bewusst wird dort vieles verschleiert. Aber wenn man es wirklich mal genau nachforscht, ich kann leider jetzt heute auf die Quellen hier nicht eingehen, es würde den gesamten Rahmen sprengen. Ich bin bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag darauf gestoßen, dass ich müsste eine ganze Woche draus machen. Ich kann es in eineinhalb Stunden nicht 4.500 Jahre Weltgeschichte Ihnen präsentieren. Deswegen kann ich nur auf den Rahmen jetzt eingehen, bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt nicht ins kleinste Detail gehen kann. Das geht nicht. Aber wichtig ist für Sie zu wissen, dass in der Mythologie und in der wahren Geschichte, die durch die Bibel wiederum belegt ist, eine Gottheit entstand, die ursprünglich ein Mensch war, nämlich eben dieser Nimrod. Und mit seiner Frau, dieser Semiramis. Der bekannteste Kult, der daraus erwachsen ist und auch heute noch bei den meisten bekannt ist, kommt aus den Ägyptischen. Dort waren diese drei Götter oder Gottheiten, die sind heute vielen Menschen noch bekannt, nämlich als der Gott Osiris, als Isis
und als Horus. Gerade die Bezeichnung Isis lässt uns mit aufhorchen, denn gerade jetzt im Moment haben wir ja eine Terrororganisation, die zufälligerweise diesen Namen trägt. Isis war die Frau Nimrods. Isis war die Frau, die Semiramis, die Göttin in Babylon. Es war die Fruchtbarkeitsgöttin. Es war die, die stand für die Tempelprostitution. Es war die, die stand für den Krieg auch. Und in jeder, also für den Kampf, ne, für den Nimrod wurde ja genannt, der gewaltige Jäger vor dem Herrn. Ja. Und alle diese Attribute sind später auf die Isis übertragen worden. Und dann auf ihren Sohn, wo sie dann gesagt hat, der ist jetzt wieder rum reinkarniert, das war jetzt der ehemalige Nimrod gewesen. In der ägyptischen Sage war es der Osiris, der zerstückelt wurde und der dann als Horus sozusagen wieder auferstand. Und so haben wir auch die skandinavischen Mythologien mit Odin, mit Thor, wo wir ja vielleicht kennen von den Namen her, die Freier, das basiert alles auf diesen ursprünglichen Mythen. Von vielen Menschen wird es nicht, will man sagen, akzeptiert, dass es so ist. Auch von vielen Historikern nicht. Die wollen es einfach nicht wahrhaben. Weil die machen einen Fehler meiner Meinung nach. Ich bin jetzt nicht studiert, will mich nicht über irgendwelche anderen Historiker erheben. Aber allen diesen Historikern kann ich nur einen Tipp geben, wie auch wir. Lest einfach mal in der Bibel. Weil in der Bibel steht die Wahrheit. Und dort kann ich alles nachvollziehen. Auch diese Mythologie hier. Und wenn wir das jetzt mal angucken, wenn man den Nimrod, der auch als Baal in der Bibel letztendlich bekannt ist, ja, El, ja, auch das sind Gottheiten, die vom Namen her bekannt sind. Zeus, Jupiter, aus der römischen Mythologie, aus meinst du, wo die Götter hergekommen sind. Die hat ja nicht irgendjemand erfunden. Die sind irgendwo hergekommen. Und wir wissen jetzt, dass Babylon der Ursprungspunkt war. Wir sind nach der Sprachverwirrung dann über Ägypten gekommen. Und es heißt in der Bibel auch und ist auch historisch belegt, dass Nimrod von Babylon über Ägypten bis hin nach Libyen seine Kriegszüge startete und dort jeweils große Städte und Kulte aufbaute. Und das ist der Ursprung unserer heutigen Zivilisation. Das ist der Ursprung von allem, was wir heute hier letztendlich haben. Und dieses Dreigestirn finden wir auch in jeder Kultur wieder. Das Dreigestirn, was ich jetzt meine, ist Gott, Göttin, Sohn. Und da ja der Nimrod gestorben ist, im Grunde auch der Osiris, oder ich könnte jetzt verschiedene Bacchus und so weiter, verschiedene Namen auch nennen aus den ganzen Mythen. Da war es so, dass letztendlich der Sohn verehrt wurde, weil er der wiedergeborene König Nimrod war. Der wiedergeborene Osiris, der Bacchus. Und woher kommt dieses Mythos jetzt wiederum? Es kommt vor der Flut. Denn was hat Gott als Verheißung an Adam und Eva weiter gesagt? Es wird regnen. Es wird ein Messias aus der Linie der Eva erwachsen. Diese Verheißung ist Grundlage dieser Mythologie, will ich es mal sagen. Weil die Menschen früher haben gewusst, es wird letztendlich ein Messias kommen. Gott hat es verheißen. Und was wird er machen? Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Wir haben zwei Linien. Wir haben einerseits die Linie, aus der der Messias, nämlich aus der Linie der Frau, der Messias erwachsen wird. Und wir haben die Linie der Schlange, sage ich jetzt mal, die Linie, aus der der Antichrist, der Gegner dieses Messias erwachsen wird. Und das haben die Menschen damals gewusst. Und sie haben damals schon gewartet auf den Messias. Und er wurde ihnen präsentiert als falscher Messias, so wie er uns heute auch als falscher Messias oft präsentiert wird. Und an wen erinnert uns jetzt zum Beispiel diesen Mythos? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Göttin nehme, die diesen Messias, diesen verheißenen Messias letztendlich auf die Welt bringt. Wer ist das? Zum Beispiel, es ist Isis gewesen, es ist
Es ist Semiramis gewesen. Es ist dieser Göttinnenkult, und dieser Göttinnenkult, der schlägt sich nieder in Bildnissen. Heute kennen wir es als Maria mit dem Jesuskind. Bis hierhin hat sich dieser Kult beständig fortgesetzt. Jetzt könnte das ja jeder behaupten. Jetzt wollen wir uns einfach mal angucken, was in der Geschichte, welche Hinweise haben wir, dass es auch so ist, wie ich es hier sage. Wir haben das auch im Indischen, wir haben das beim Hinduismus, auch wenn wir dort heute Millionen von Göttern haben, so geht doch alles auf ein Dreigestirn zurück. Auch das können Sie alles nachlesen. Wir haben es in den Skandinavischen mit Freya, mit Odin, mit Thor, mit diesen Gottheiten. Wir haben es letztendlich, wie gesagt, so wie Sie es erkannt haben, auch schon im Kult, die römisch-katholische Kirche heute präsentiert wird. Und wir wollen uns ansehen, wie wir das erkennen können. Wenn Sie sich auf das linke Zeichen sehen, das linke Zeichen war das erste Zeichen, das die Semiramis in Babylon repräsentierte. Es ist ein sogenanntes Sonnenrad. Es setzt sich zusammen aus einem Kreuz und einem X dadurch. Das heißt, man kann es auch als achteckigen oder achtfachen Stern bezeichnen. Diese Zeichen sind also auch heute durch Ausgrabungen und so weiter schon bestätigt und gefunden worden. Wir sehen hier zum Beispiel ein altes Relief, wo wir auch schon ein eisernes Kreuz oder Templerkreuz, wie man es heute sagen, ein Malteserkreuz, darauf erkennen können. Wir sehen noch ein paar andere Dinge mehr. Wir sehen einen Umhang über die Brust mit X gekreuzt. X, dieses X war das Zeichen von Nimrod, dem König der Anfangszeit. Wir sehen hier auf diesem Relief, vielleicht kennt es auch einer von Ihnen diese Bilder, sind auch bekannt, weltbekannt, man kann das nachforschen. Ich habe jetzt da keine, Forschungen betrieben und Dinge herausbekommen, die noch keiner vorher hatte, sondern ich habe einfach mal ein paar Sachen zusammengestellt, um einfach aufzuzeigen, wo ist der Ursprung und was ist heute Fakt, woher hat sich das alles entwickelt. Und wir sehen hier in der Mitte diesen Mahlstein, auch da wieder diesen achteckigen Stern. Es ist der Stern, der Isis, der Ishtar, der Astaroth. Hier sehen wir das wunderbar, auch in Zusammenhang gebracht einmal mit einem Zeichen, was wir heute auf dem Petersplatz in Rom vorfinden. Dieses Zeichen werden wir uns noch im Laufe des Vortrags noch ein paar Mal begegnen. Wir sehen dort die Ishtar und wir sehen, dass sie das Sonnenrad auf dem Kopf hat. Das ist ein Sonnenkult letztendlich, und dieser Sonnenkult, der eben mündete letztendlich dann auch in der Bestrebung von Menschen, nicht an Gott zu glauben, sondern selbst sich die Weisheit zu erlangen. Das Aufgehen der Sonne können Sie praktisch mit dem Erkennen von Wahrheit wiederum vergleichen. Das ist, sagen wir mal so, das, was hier ins Verhältnis gesetzt wird. Ja, auf der einen Seite die Sonne, die alles erhält, und auf der anderen Seite habe ich dann den Mensch, der durch verschiedene Dinge, auf die wir noch zu sprechen kommen, erhellt wird, ja, und dadurch Weisheit erlangt. Er braucht also keinen Gott, sondern er kann sich selbst erlösen, er kann selbst die Weisheit letztendlich erreichen. Das ist das, was dieses Zeichen auch aussagt. Wir sehen hier vier verschiedene Statuen dieses Götterkultes, dieser Göttin. Das eine ist die Semiramis ganz links, also aus dem Babylonischen, dargestellt auch mit den unten am Boden sitzenden Löwen. Der Löwe symbolisiert Macht, der Löwe symbolisiert Kraft, das war das Tier, dieser Ishtar, und ist heute auch noch zu besichtigen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht schon mal in Berlin war, da in Berlin steht das Tor der Ishtar, ist dort restauriert worden, kann man dort anschauen, und auch dort sehen wir so ein blaues Tor, ich glaube, von dem habe ich jetzt leider kein Bild heute dabei, aber das ist ein Tor mit rundherum sind da Löwen letztendlich auch drauf. Das symbolisiert auch die Macht. Dann sehen wir daneben sehen wir die Isis. Die Isis ist die gleiche Göttin, es ist nicht irgendwas anderes, sondern es ist die gleiche Göttin.
Und wir sehen, das Runde auf dem Kopf symbolisiert auch hier die Sonne. Wir sehen das im Laufe des Vortrages noch sehr oft, dieses Zeichen. Dieses runde Zeichen, wo auch auf dem Kopf ist oder wo der Kopf eben drin ist. Das, was man hier um die Sonne sieht, soll darstellen die Gebärmutter letztendlich. Sie gebiert die Sonne. Die liegt ja in diesem Kreis hier, diesem Halbkreis hier mit drin. Rechts daneben die gleiche Darstellung. Sie steht hier auf dem Mond, und soll den Mond repräsentieren. Auch das kennen wir aus der Bibel. Ja, dieses Bild, ne, wo die Frau auf dem Mond steht, rechts daneben die Tarotkarte. Wir sehen es auch unten aus dem Kleid, guckt das auch hier da, dieser Mond raus. Es handelt sich alles um die gleiche Göttin. Es ist eine Verehrung einer Sonnengöttin, die einen Gott gebiert. Und dieser Gott ist die Sonne. Hier sehen wir auch nochmal oben ein Relief, wo verschiedene dieser Zeichen eben angebracht sind. Und wir werden ja noch im Laufe des Vortrages sehen, wo wir diese Zeichen heute überall finden. Denn die sind nicht verschwunden, ganz im Gegenteil. Sie sind heute präsenter denn je, überall sind sie zu finden. Wichtig ist nur, dass wir den Zusammenhang erkennen, wo kommt das Ganze her. Hier unten sehen wir zum Beispiel den Papst, ja, mit einem Mitra, nennt man das, diese Haube, ne, die er da auf hat. Diese Mitra symbolisiert in babylonischer Zeit allerdings auch einen Gott, der heißt Dagon. Vielleicht schon mal gehört, Dagon, also der Fisch. Damals wurde auch der Fisch als solcher verehrt, weil er das einzige Lebewesen war, das die Flut überlebte. Die Fische haben überlebt, ne, wo die Flut da war, sind die Fische nicht gestorben, ja, sondern im Gegenteil, die haben sich wahrscheinlich vermehrt wie nie vorher. Im vielen Wasser. Alle anderen Lebewesen sind gestorben. Und deswegen wurde auch der Fisch letztendlich auch zu einem anbetungswürdigen oder zu einem Zeichen für einen Gott. Das kommt auch daher, weil damals die Menschen lebten, die vor der Flut und auch nach der Flut noch lebt. Ja? Es ist schon erstaunlich, ja? Weil ja diese Menschen, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, diese Menschen haben Noah und seine drei Söhne, mit Gott persönlich Kontakt gehabt. Gott hat zu ihnen gesprochen. Gott hat zu ihnen gesprochen und er hat mit ihnen seinen Bund gemacht. Was war der Bund, den Gott gemacht hat, oder das Zeichen seines Bundes? Der Regenbogen. Er hat gesagt, den Regenbogen stelle ich an den Himmel als Zeichen dafür, dass ich den Menschen niemals mehr eine Flut schicke, ja, und dass eine Flut niemals alle Menschen vernichtet. Aber sehen wir in der ganzen Menschheitsgeschichte der Vergangenheit irgendwo eine Verehrung mit dem Regenbogen? Komisch, ne? Das heißt, alles, was sich durchgesetzt hat an Zeichen, kommt von der anderen Seite. Von der Seite Ham, von der Seite, wo Löwen, wo Sonne, wo Kriege, wo Kreuze und so weiter die Zeichen waren. Das ist das, was sich durchgesetzt hat bisher. Wir sehen es zum Beispiel auch in der Bibel, im Epheserbrief, als Paulus in Ephesus war. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen die Stelle, wo er das Evangelium verkünden wollte in Ephesus. Er hat dort riesige Probleme bekommen. Sie wollten ihn aus der Stadt hinausjagen. Verschiedene Jünger von ihm hat man hinausgejagt. Und das Volk hat geschrien nach seiner Königin Diana. Diana ist nichts anderes wie Isis, ist nichts anderes wie Ishtar, Semiramis. Sie wird auch dargestellt, gerade als in Ephesus verehrte Königin, mit einer Krone, die Mauern zum Beispiel, also das heißt die Göttin der Festungen, als solche wird sie dargestellt. Also sie begegnet uns immer wieder in der Geschichte, in allen Kulturen. Hier haben wir nochmal verschiedene Symbole zusammengefasst und rechts oben ist es ganz interessant auch mal zu sehen, woher diese ganzen Kreuze kommen. Die sind alle, diese Kreuze, die Sie da oben sehen, sind Symbole, die schon in frühester Zeit auf den Reliefs der Babylonier zu finden waren.
Dort haben die ihren Ursprung. Links oben das Kreuz mit dem Bogen, das ist ein sogenanntes Ankh, ne? Das soll so eine Unsterblichkeit bedeuten. Das sehen wir auf vielen ägyptischen Reliefs, werden wir nachher nochmal sehen. Wir haben dann ganz oben in der Mitte das Kreuz mit dem Kreis drum. Das ist das klassische Symbol der Sonne. Dann haben wir das Tau, dann haben wir das Kreuz in verschiedensten Varianten. Ja? Wir sehen sogar so etwas Ähnliches wie ein Hakenkreuz mit anderen. Das war ein sogenanntes Sonnenrad. Auch bekannt wiederum aus der Geschichte oder aus der Mythologie der Religion der Inder, aus dem Hinduismus. Ja? Und auch teilweise aus dem Buddhismus, wo also immer mit diesen Sonnenrädern gearbeitet wird. Das sind alles diese Symbole, die ursprünglich ihren Ursprung in Babylon haben. Ich muss es immer wieder sagen, denn es ist ganz wichtig, dass uns das bewusst wird, wo das herkommt. Hier haben wir ein Bild, das noch einmal symbolisiert die Reinkarnation, die Geburt des Tammuz, die Wiedergeburt des Nimrod, des Osiris. Seine Mutter, die Göttin, hebt ihm praktisch an die Sonne. Und wir sehen außenrum, was sehen wir da? Sterne, 12 Sterne. Erinnert uns auch irgendwas. Also uns begegnen diese Zeichen immer wieder. Ja? Das ist ein sehr eindrückliches Relief, was wir da haben. Dass eben gerade dieses Kind, ja, dieses wiedergeborene Kind, eben so vergöttert und verherrlicht wird. Denn dieses Kind soll dieser Messias eben darstellen. Auch hier nochmal kann man das schön sehen. Hier sehen wir die Göttin und den Nimrod, hier sehen wir den Löwen auch und in der Mitte wieder dieses Sonnenrad. Also die Rebellion gegen Gott, die aus diesem Kult, diesem babylonischen Kult, der sich dann nachher über Ägypten, über Griechenland bis nach Rom und von Rom letztendlich bis in unsere heutige Zeit hin fortgepflanzt hat. Deswegen haben wir die Landkarte nochmal vorhin drin gehabt, damit man das einfach nochmal so nachvollziehen kann. Babylon, Ägypten, Griechenland, Rom. Genau diese Stationen kann man auch ganz klar in der Bibel nachvollziehen. Ganz klar kommen dort die Gottheiten und die ganze Verehrung her. Was wir zum Beispiel in Südamerika, heute Morgen haben wir ja ein schönes Zeugnis gehabt von einem Missionar aus Peru in Südamerika, auch dort finden wir Pyramiden, jeder Ecke, bei den Azteken, Inkas. Auch dort finden wir die gleichen Merkmale, die diese anderen Kulturen hat. Also es ist nichts, was sich jetzt ganz separat entwickelt hat, sondern es hat alles einen gemeinsamen Ursprung. Hier haben wir es nochmal schön zusammengestellt und wir sehen auch dort die Herkunft oder die ursprüngliche Herkunft der verschiedenen Sterne. Dazu sage ich jetzt gleich noch was, wenn wir zu Ägypten kommen, denn dort wird es also die Deutlichkeit dann auch nochmal. Ja? Was wir hier sehen, ist ein Pentagramm, das da oben ist. Ein Pentagramm ist nichts anderes wie ein fünfzackiger Stern. Wir haben hier die Semiramis mit dem Mond als ihr Zeichen. Ja? Wir haben den Nimrod und den Tammuz, der die Sonnengottheit letztendlich darstellt. Das hier ist die Rückseite einer Münze, wo die Semiramis oder wo diese Göttin eben dargestellt wird. Mit einem Sternenkranz und mit einem Kreuz in der Hand. Wo sehen wir das nochmal? An was erinnert uns das? Genau. Super. Es ist nichts anderes. Die Freiheitsstatue, die in New York steht, das so heißt, ist ja schon ein Hohn für sich, ist nichts anderes wie die Anbetung dieser Sonnengöttin. Symbolisiert durch ein weiteres Symbol, nämlich die Fackel. Die Fackel wiederum kennen wir auch ganz heute, auch, wie man sagen, präsent in vielen Logos, wenn wir nachher auch noch welche sehen. Und wir kennen sie auch unter anderem aus den Olympischen Spielen. Ja? Das hat ihren Ursprung genau dort.
vielen Orten sehen wir das, ne? Dieses Symbol mit dieser Fackel. Und glauben Sie, es ist kein christliches Symbol. Hier ist nochmal ein Gesamtbild von der Freiheitsstatue in New York, die übrigens von hochrangigen Freimaurern aus Frankreich ja, den Amerikanern geschenkt wurde. Und Sie sehen auch hier, der Boden, also der Sockel, ist auch ein Stern. Ja. Hier sehen wir nochmal den Gott, wie er dargestellt wurde, den Dagon in einer ganz uralten sumerischen oder babylonischen Zeichnung. Und wir kennen es wieder bei ein paar. Also wir haben jetzt den Ursprung geklärt. Wir haben, ich habe es vorhin schon vorweggenommen, ja, diese Reise, die wir jetzt letztendlich hier machen, hat in Babylon begonnen. Die Reise des Bösen. Die böse Linie, will ich mal sagen. Wo ist die gute Linie geblieben die ganze Zeit? Wo sind die Nachkommen Sems, aus denen später Abraham, aus denen später das Volk Israel erwuchs? Wir kennen die Geschichte. Ja? Von Abraham an wird es alles sehr detailliert, die Geschichte Israels letztendlich erzählt. Diese Linie kennen wir. Die andere Linie kennen wir nicht. Und warum? Weil dort vieles eben geheim gehalten wurde. Viele Geheimgesellschaften, das ist schon so heißen, sagt es ja, haben diese Mysterien, haben diese Geheimnisse für sich letztendlich bei sich behalten und bis in unsere heutige Zeit getragen. Es war nichts Offenes. Und es ist auch heute vieles verborgen. Aber wir können vieles erkennen. Und wir können erkennen, welches ist welche Linie. Der zweite Punkt der Reise, wie gesagt, sehen wir jetzt. Wir sind in Ägypten und dort ist uns wesentlich mehr erhalten geblieben, wo wir nachvollziehen können, wie diese Geheimhaltung da vor sich gegangen ist, wie diese Mythen sich entwickelt haben. Von Babylon ist nicht allzu viel übrig, würde ich mal sagen. Es gibt alte Ausgrabungsstätten, klar, wir können diese Symbole erkennen, aber wir haben noch diese Schriften und so weiter nicht. Aber wir haben aus dem Ägyptischen, haben wir viele Dinge, wo wir Schlüsse daraus ziehen können. Was mir während meiner Nachforschung aufgefallen ist, dass diese ganzen Ägyptologen den Zusammenhang zu Babylon, so wie ich ihn jetzt praktisch versucht habe, laienhaft jetzt mal darzustellen, den stellt fast niemand dar. Da ist eine Grenze drin. Es bleibt im Dunkeln, wie sich die Ägypter irgendwie entwickelt haben. Ja, und Babylon war auch mal irgendwann da und in der Bibel steht auch ein bisschen was. Ne? So wird es in der Welt ständig dargestellt. Ja? Und dann ist es für uns auch nicht mehr nachvollziehbar. Aber wir sollten es immer im Auge behalten, dass es alles von Babylon auskommt. Wir sehen hier jetzt wiederum diese zwei Gottheiten. Ja? Die Sonne, den Mond. Es ist eine Anbetung der Gestirne auch. Ja? Letztendlich ist es eine Sonnenanbetung, aber am Himmel sind noch andere Gestirne zu sehen, Planeten. Es kommt die Astrologie dort her. Ja? Es ist der Mond eben da mit seinem Zyklus, mit seinem 28-tägigen Zyklus, viele andere Planeten, die Zyklen haben und wir werden jetzt sehen, in Ägypten hat sich das wunderbar erhalten, welches Wissen die Menschen früher schon hatten, viel mehr wie wir heute. Wir haben heute die tollsten Gerätschaften, wir haben die tollsten Teleskope, können bis zum Mars gucken lassen, irgendwelche Roboter zum Mars fliegen und was weiß ich nicht alles, aber wir wissen nur einen Teil dessen, was die Menschen damals gewusst haben. Woran liegt es? Woher hatten die das Wissen? Und da fängt auch wieder so eine Verdunkelung an, ja, wo die Menschen einfach nicht aufgeklärt werden. Viele Menschen werden irregeführt. Angeblich gibt es Außerirdische, ja, die dieses Wissen gebracht haben und so weiter. Dieses Wissen kommt mit Sicherheit von vor der Flut. Mit Sicherheit kommt es von vor der Flut. Weil wir haben gesehen, wir haben etliche Menschen etliches gehabt, wo Sem und Ham und Japhet, ne, eben auch vor der Flut noch gelebt haben. Wir wissen dort entsprechend, über mehrere hundert Jahre haben die noch nach der Flut gelebt, den Menschen weitergegeben haben. Hier haben wir nochmal die Karte und jetzt sind wir unten ganz hier in Ägypten letztendlich angekommen. Und in der ägyptischen Mythologie, das ist ein ganz typisches Relief
das bestimmt schon jeder von Ihnen auch mal irgendwo gesehen hat, zentral in der Mitte wieder die Sonne, wieder die, diesen Halbkreis in den Hörnerhimmel drauf, ja, das einfach die Geburt dieser Sonne symbolisieren soll. Wir sehen auch das Kind, das kleine Kind hier auf dem Schoß, wenn man vor allem mal drauf guckt, ja, wird oft übersehen. Das symbolisiert genau Isis, Osiris und Horus, also eben diese Mythologie, die aus Babylon kommt. Hier haben wir es nochmal von den Namen her. Wir haben links die Isis, die Göttin, wir haben den Horus, der Horus, der als Wiedergeburt des Osiris letztendlich gilt. Und ganz rechts haben wir den Seb. So, Seb haben wir es noch nicht gehabt. Es gibt hunderte von Götternamen. Ich kann da gar nicht drauf eingehen und ich habe auch selbst bei der Nachforschung irgendwann mal sagen wir jetzt, keiner mehr weitermachen, ja, mit den vielen Namen, weil, aber die Linie war ja klar. Und Horus wird dargestellt als Horus, also als Tagseite und einmal Nachtseite. Also auch gut, böse, hell, dunkel. Und das ist praktisch, er besteht eigentlich, wenn man so will, aus diesen zwei Gesichtern. Ja, er ist sowohl Gott der Sonne als auch Gott der Unterwelt. So viel sollte mal genügen. Ja? Also einfach um für uns zu wissen, was bedeutet es, ja? Dass da jetzt einfach drei eben da sind. Und diese Götter sind verehrt worden, natürlich auch zu der Zeit, als Mose das Volk aus Ägypten geführt hat. Und als die Ägypter, als die Israeliten, ja, in Ägypten eben als Sklaven über 400 Jahre, ich glaube 438 Jahre, als insgesamt, wenn man es von der Bibel her, von den Zahlen nachverfolgt, wo sie in dieser Sklaverei bei den Ägyptern gelebt haben. Und so haben sie auch teilweise diese Mythen, dieses Wissen mitgetragen, die abgefallen sind und Götzen, diesen Götzendienst, in der Bibel an vielen, vielen Stellen genannt wird, betrieben. So, jetzt haben wir ein bisschen heller. Ja, was wir jetzt hier sehen rechts ist auch nochmal die Darstellung dieser Trinität, ja, wie sie ja auch genannt wird, dieser falschen Götter. Und wir sehen links ein Beispiel das mal aus der orthodoxen Kirche. Auch da sehen wir ja bei der orthodoxen Kirche eine wahnsinnige Idol-Ikonenverehrung. Da sieht ihr, der Priester hier unter der Sonne steht und ein Sonnenzeichen. Links und rechts sind zwei Heiligenbilder. Und wir sehen über dem Kopf dann diese runde Scheibe, wo er oft auch als Heiligenschein dargestellt wird. Das ist nichts anderes wie die Sonne. Wir sehen das vielleicht ein bisschen besser hier. Überladen, gell, mit Symbolik und wer schon mal in Rom war, im Petersdom oder auch in manchen vielen katholischen Kirchen, eben, die sind ja vollkommen teilweise überladen mit allen möglichen Symbolik, wo man gar nicht alles erfassen kann, wenn man da mal drauf kommt. Aber das, was zentral immer ganz wichtig steht, ist immer die Sonne. Und immer wenn Sie eine Sonne irgendwo sehen, müssen wir aufpassen. Und an dem Punkt möchte ich jetzt auch einen Hinweis machen, tun Sie jetzt nicht alles verteufeln, was eine Sonne hat. Wo ist denn sonst? Unser lieber Gastgeber hier, ne, im Haus Sonnenblick. Ich glaube nicht, dass er irgendein Altar irgendwo für Isis und Osiris hier im Haus stehen hat. Ja? Denn da muss man jetzt auch aufpassen, wenn man es jetzt, wir kommen jetzt immer näher an den einzelnen Symbolen, die da aus diesen Mythen da erwachsen sind. Dass man jetzt nicht einfach hergeht und sagt, oh, da ist eine Sonne, das ist was Schlechtes. Ne? Oh, da ist ein Kreuz, ne? Das ist jetzt irgendwas Schlimmes. Ja? Also es kommt immer darauf an, wo ist es und daraus leitet sich letztendlich auch die Bedeutung ab. Aus welcher Quelle kommt es? Das möchte ich auch nochmal ganz klar hier sagen, dass wir das ja auch niemand, ne, weil nachher auch namentlich einige Institutionen so genannt werden, hier jetzt anschuldigen möchte, sondern ich möchte auch ganz klar darauf hinweisen, wenn Sie mit Symbolen umgehen, ist es ganz wichtig zu wissen, wo kommen Sie her, wer hat Sie ja, irgendwo angebracht, ist es in der Kirche, ist es irgendwo auf dem Berggipfel oder ist es irgendwo im Gästehaus oder was auch immer. Ja. Das ist auch nochmal eine Großaufnahme letztendlich jetzt hier von der Symbolik, auch da sehen wir wieder die Sonne im Vordergrund, die angebetet wird. Und die auch immer, wenn ich jetzt sage Sonne, müssen wir das auch immer gleichsetzen in der ägyptischen
Mythologie mit Weisheit. Sonne ist immer, ich bin erhellt, ich bin illuminiert. Ja? Also das heißt, ich bin erleuchtet. Nicht ich, sondern die, wo diesen Kult eben aufmacht haben. Das bedeutet es. Das bedeutet es, die Erleuchtung, die Illumination. Und hier sehen wir diese Sonnenscheibe, sie ist umgeben mit einem Kreis und dieser Kreis ist eine Schlange, wenn man genau hinguckt, ja, vorne. Die Schlange steht seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte auch für Weisheit bei den Menschen. Die Schlange wird so dargestellt in diesen Kulten, dass sie den Menschen die Weisheit gebracht hat, nämlich zu erkennen, was gut und böse ist. Und jetzt kommen wir auch zu der Motivation, zu dem Unterschied zwischen der einen Linie und der anderen. Die eine Linie ist klar, die Linie von Zen, die kennen wir und die wird in der Bibel repräsentiert. Die andere Linie sagt, dass Gott böse ist, weil er den Menschen die Weisheit vorenthalten hat. Und die Schlange ist gut, weil sie den Menschen die Weisheit gebracht hat und sie geholfen hat, sie zu erhellen. Versteht ihr? Es ist genau das Umgedrehte. Hier wird genau umgedreht, was Gott eigentlich an Gutes uns gibt und uns macht, wird von dieser Seite als schlecht dargestellt. Der böse Gott, der den Menschen unterdrückt, der böse Gott, der den Menschen verstößt, der böse Gott, der den Menschen die Flut gebracht hat. Und das Gute, was wir letztendlich auf der anderen Seite haben, mit der Schlange, mit unseren Göttinnen, mit unseren Göttern, so ist es für die Menschen dargestellt worden. Und so wurden sie letztendlich verblendet. Was wir hier sehen, ist ein sogenannter Obelisk. Das ist ein weiteres Zeichen der ägyptischen Kultur und dieser ägyptischen Religion auch. Der Obelisk, der symbolisiert letztendlich, jetzt müssen wir wieder in den Mythos wieder zurückgehen, in die Geschichte von Isis und Osiris, als der Gott Osiris getötet wurde, man nimmt an von Sem, dem Sohn Noahs, wurde er zerstückelt und die Einzelteile seines Körpers wurden im ganzen Land verteilt. Insgesamt sollen es 13 Stücke gewesen sein und das 14. Stück, 14 Stücke gewesen sein, es wurden aber nur 13 gefunden und das 14. Stück war der Phallus, also das männliche Geschlechtsteil dieses Gottes, es ist nicht aufgefunden worden. Jeder Obelisk, der irgendwo in der Welt steht, symbolisiert genau dieses Teil. Es kommt aus dieser ägyptischen Mythologie. Denn die Göttin Isis hat eben diesen Obelisk als als eine kleine Statue im Grunde erschaffen und hat daraus angeblich die Wiedergeburt des Osiris bewirkt. Und zwar in Verbindung mit der Sonne. Ist es für uns vielleicht ein bisschen weit weg, aber es ist diese Mythologie, die letztendlich auch nachzulesen ist. Guck es einfach ins Lexikon, Osiris, Isis, Horus. Eine Seite können Sie praktisch diese Geschichte, diese Mythologie auch nachlesen. Daher kommen jetzt diese Obelisken als weiteres Symbol. Das, was wir hier sehen, ist ein Pentagramm, hatten wir vorhin auch schon gesehen, als Isis und Osiris dargestellt wurden auf dieser Schwarz-Weiß-Grafik. Auch das ist ein Zeichen für diese Göttin, aber es ist auch ein Zeichen für Weisheit, es ist ein Zeichen für Geometrie. Aus dem Pentagramm heraus kann zum Beispiel der goldene Schnitt abgeleitet werden. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen etwas sagt. Goldene Schnitt ist ein Maß, nachdem Gott letztendlich viele, viele Dinge in der Natur erschaffen hat. Ja, also wenn man mal denkt an die Spiralen, die Sie sehen in verschiedenen Blumen drin, Sonnenblumen, ja, stellt es wunderbar dar. Da liegen dahinter mathematische Gesetze und die Mathematik ist eine Wissenschaft, die sehr genau ist, ja, weil ich kann, 2 und 2 ist 4 und 3 und 5 ist 8. Es gibt nichts Genaueres wie Mathematik.
Und viele Dinge sind mathematisch ableitbar. Formen, die in der Natur zu finden sind, sind mathematisch darstellbar. Unter anderem eben auch dieses, der goldene Schnitt, nachdem auch viele, ich weiß nicht, viele kennen es vielleicht, das Bildnis, wo Michelangelo, wo Leonardo da Vinci dargestellt hat, den Menschen, ne, wo er so da steht, in diesem Kreis drin, es symbolisiert ja auch da diesen goldenen Schnitt. Und der kann abgeleitet werden aus einem Pentagramm. Was wir hier sehen, ist der Verlauf der Venus um die Sonne. Und zwar im Verhältnis zur Erde. Und wenn man jetzt sieht, dass der Planet Venus, ja, der formt auf seinem Lauf um die Sonne ein Pentagramm. Das haben die damals also auch schon gewusst. Es war kein hundertprozentig genaues, aber er formt, ne, durch den Lauf eben ein Pentagramm. Mit einem Grund dafür, dass neben der Sonne auch die Venus natürlich verehrt wurde. Hieraus leitet sich auch der Tierkreis ab. Auch die Tierkreise und die Tierkreiszeichen finden wir benannt in der Bibel. Gott sagt im Buch Hiob, im 32. Kapitel, glaube ich, ne, wer hat den Tierkreis erschaffen? Fragt er ihn. Also auch da finden wir dieses Symbol. Und jetzt sehen wir hier ein Symbol, das mir das Bekannteste ist, was wir in, wenn wir an Ägypten denken, ist natürlich die Pyramide. Die Pyramide dargestellt eben in Form eines Dreieckes und hier nochmal dargestellt vor der Sonne und auch nochmal dargestellt mit dem Auge des Horus letztendlich drin, ja, was eigentlich diese, das Auge Gottes letztendlich symbolisiert, aber eben nicht unseres Gottes. Und wenn man jetzt in diese ägyptische Mythologie ein bisschen eintaucht und sich bewusst ist, was sich jetzt hier an Vergötterung letztendlich aufgebaut hat über die Jahrhunderte hinweg, und wenn man dann sieht, wie die Pyramiden als Wunder letztendlich der Menschheit hier in Ägypten stehen, muss ich fragen, warum stehen die da und warum stehen sie genau so da, wie sie da stehen und warum haben sie genau die Maße, die sie haben. Und dann wird man feststellen, dass das alles mathematisch bis auf den kleinsten Millimeter berechnet ist. Und zwar in einer Zeit, in der keine solchen Messinstrumente und so weiter existierten, wie wir sie heute haben. Die Pyramiden werden normalerweise, so fassen es die meisten Menschen auf, als Grabstätten dargestellt. Dass es Grabstätten sind für Götter, für Pharaonen, für Könige, aber das ist nicht der Fall. Die Pyramiden sind in keinster Weise eine Grabestätte. Die Grabestätten sind ganz woanders. Ich war es noch nie bei den Pyramiden, aber die alten Ägypter haben ihre Toten begraben unter der Erde. Und die Grabestätten, die Kammern in den Pyramiden, die sind ca. 40 Meter bei der Cheops-Pyramide über der Erde. Also es ist keine Grabestätte. Was ist es denn? Und das haben wir jetzt herausgefunden. Ja, man hat herausgefunden, dass diese Pyramiden keine Grabestätten sind, sondern es sind Bauwerke, die wahrscheinlich durch diese Kammern und so weiter dazu dienen, um eine sogenannte Initiation zu erleben. Das heißt, eine sogenannte Einweihung in die Mysterien. Dort kommt die Einweihung her für die Götter, für die Menschen, um illuminiert zu werden, um Weisheit zu erlangen. Und diese Pyramiden symbolisieren genau das. A, sie symbolisieren es. B, sie sind aber auch ganz praktisch dazu genutzt worden, um diese Wege, um diese Einweihungen auch durchzuführen. Diese Einweihungen, und das ist jetzt auch wichtig, da verweise ich auch, da kommt auch das Bild her, was ich abfotografiert habe, verweise ich auch auf den Mathematiker, den Urmathematiker, der heißt Axel Klitzke. Axel Klitzke, wer will, kann von mir gerne die Adresse bekommen. Der hat also diese Berechnungen hier angestellt und wir erkennen
ganz neutral hat er das gemacht, mit, ohne religiösen Hintergrund. Und wir erkennen da drei Wege, drei Stufen bis zur Erleuchtung. Diese drei Stufen sind aufgeteilt in jeweils 11 Grade. Dadurch kommt uns die Zahl 11, als sogenannte Meisterzahl, wird ja auch benannt, sehr oft, wenn wir uns mit Symbolik und befassen, läuft uns sehr oft die Zahl 11 über den Weg. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. 3 mal 11 ist 33. Das heißt, habe ich die höchste Stufe erreicht, bin ich in der 33. Stufe. Wir kennen das auch vom 33. Grad im Film Freimaurer. Freimaurer-Einweihungen, ja, wir haben den Riten, ne, in den sogenannten schottischen Ritus, die höchste Stufe, die 33. Grad. Das rührt alles her aus diesem Ägypten. Ich kann es im Detail jetzt letztendlich für diese Präsentation, wäre das jetzt, würde es den Rahmen sprengen, nur damit Sie wissen, wo jetzt, sagen wir mal, diese Zahlen überhaupt mal herkommen. Sie kommen aus Ägypten, sie kommen aus den alten Mysterien, wahrscheinlich aus Babylon, aber nachzuvollziehen sind sie in Ägypten, in den Pyramiden. Wir schauen uns mal an, was der hier herausgefunden hat. In der Cheops-Pyramide steht so, es gibt eine sogenannte Königskammer. Und in dieser Königskammer steht ein Sarkophag. Und in diesem Sarkophag soll rituell letztendlich diese Wiedergeburt stattfinden. Ja, von einem, der sich da eben reinlegt und dann eben diese Weisheit bekommt, nachdem er verschiedene Gradstufen durchlaufen hat. Und dieser Sarkophag ist nach bestimmten Maßen aufgebaut. Uns interessieren jetzt erstmal nur die Maße, nicht die einzelnen Riten. Nur damit Sie wissen, wo die Zahlen herkommen. Wir kommen dort, die Außenwand dieses Sarkophags ist 33 Königsellen, nennt man das. Das ist ein altes, uraltes Maß, ne, das auf dem Zoll basiert. Das sind die 33 Königsellen. Und die Innenseite ist 27 Königsellen. Zusammen gibt es 60. Hier sehen wir die Zahlen 33, 3 mal 11. Und wir sehen die Zahl 27, 27 ist 3 hoch 3, 3 mal 3 mal 3. Ich will jetzt gerade näher darauf eingehen. Es sind Zahlen, die jetzt bei den Freimaurern um die Erlangung eines bestimmten Grades äußerste Wichtigkeit haben. Immer zurück. Hier unten sehen wir die Zahlen auch noch einmal. Also das heißt, diese Zahlen, die wir dort bei den Freimaurern, bei vielen Freimaurern, gerade eben erkennen können, haben auch ihren Ursprung in dieser uralten Mythologie. Es sind die alten Mysterienkulte, so nennt man das, wo das uralte Wissen weitergegeben wurde. Und dieses alte Wissen wird weitergegeben seit damals, seit Babylon, seit diesem König Nimrod, seit Osiris, seit dort, seit aus der Linie des Ham wird dieses Wissen weitergegeben. Und zwar nicht, wie es jetzt Gott gemacht hat, in seiner Bibel, wo er alles offengelegt hat und wo jeder nachlesen kann, sondern dieses Wissen wird nur entsprechenden Personen weitergegeben, die gewisse Voraussetzungen erfüllen und sich erstmal qualifizieren müssen und dann gewisse Grade erreichen können. Das ist der Unterschied von der einen und der anderen Seite. Deswegen erleben wir heute viele, viele Dinge, die für uns offensichtlich gar nicht nachzuvollziehen sind und die aber für viele, die eingeweiht sind, da kommt auch der Ausdruck Eingeweihte, sehr wohl nachzuvollziehen sind. Weil nämlich gewisse Zahlen, gewisse Symbole und so weiter nach außen hin symbolisieren, das kommt jetzt aus unserer Ecke, das kommt aus uns, das sind wir, das sind die, die diese zweite Linie, diese Herrschaft des Antichristen letztendlich irgendwann einmal aufbauen. Hierzu gehört auch, dass die Pyramiden genauso angeordnet sind wie das Sternbild Orion. Nimrod wurde bezeichnet in der alten Mythologie der Babylonier und später bei den Ägyptern, ist es nachzuvollziehen, dass er der Gott Orion war. In Persien zum Beispiel wurde er auch direkt so genannt. Und das Sternbild Orion kommt ebenfalls in der Bibel vor. Also
Also war das auch damals schon bekannt. Und die Anordnung, was wir hier sehen, weiß nicht, wer sich mit Sternen beschäftigt, ne? Auch in unserem Grad ist es nicht so deutlich zu sehen, aber wenn Sie mal in Ägypten oder in Israel sind und schauen an den Himmel, dann können Sie das Sternbild des Orion ohne Probleme erkennen. Und die Pyramiden sind genauso angeordnet wie eben dieses Sternbild. Sie symbolisieren letztendlich das, was oben am Himmel ist, auch unten auf der Erde. Und das ist genau die Philosophie, die hinter diesen ganzen Kulten steht. Wie oben, so unten. Ja? Wie am Himmel, so auf der Erde. Aber nicht durch Gott, sondern durch Weisheit, die der Mensch letztendlich bekommen hat durch die Schlange. So will ich es jetzt mal ausdrücken. Das ist der zweite Weg, der jetzt in dieser Welt letztendlich beschritten wird von Milliarden von Menschen. Und nur wenige, nur die kleine Herde letztendlich, die sich an der Bibel orientieren. Hier ist auch nochmal schön dazu, schön zu erkennen. Ja? Es heißt das Rätsel der Pyramiden. Ja? Wenn man es jetzt wirklich mal aus dem Aspekt jetzt sieht, ist es kein Rätsel mehr. Es ist wirklich so nachzuvollziehen. Hier ist auch nochmal diese Königskammer. Und man sieht auch hier, dass die Flächeninhalte 111, 222, 666 und wir sind nachher bei 2220 gewesen. Also alle Zahlen, die man jetzt, sagen wir mal, in der Geometrie dieser Pyramiden findet, sind von besonderer Bedeutung. Sie sind einfach so irgendwie gemacht. Alles hat seinen Grund. Es ist genau alles bemessen. Auf den Millimeter genau. Das ist eigentlich nicht zu fassen, wie sie es damals machen konnten, aber es ist so. Und es symbolisiert nichts anderes als Weisheit. Das ist Weisheit. Wer das kann, wer das, deswegen auch die Freimaurer, ja, sind, letztendlich haben ihren Ursprung dort. Das große G in der Mitte symbolisiert ja auch die Geometrie, die heilige Geometrie. Das symbolisiert das Wissen des Menschen und das geheime Wissen teilweise, das eben nur weitergegeben wird und eingeweiht. Daher kommt praktisch diese ganze Geheimnistour rein. Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt schon, ist noch gar nicht so weit gekommen, ja, aber dahinter steckt natürlich jetzt ein Wissen von über 4000 Jahren. Sehen Sie mal nach, dass ich da nicht auf jedes Detail eingehen kann. Wichtig für uns heute ist, und das Ziel ist zu erkennen, wo kommt es her, was steckt dahinter, aber es ist nicht bis ins Detail, das können wir heute nicht machen, ja, und wo geht es hin? Und wie werden wir letztendlich davon berührt? Die Masken, die Sie hier sehen, symbolisieren auch die Schlange, ne, oben ist wieder am Kopf. Die Schlange ist auch hier ein Zeichen der Weisheit. Dieses Zeichen, diese Schlange hatten nur entsprechend hochgestellte Ägypter, also Pharaonen und eine Stufe darunter. Jetzt habe ich ein paar Symbole mit der Schlange, die das auch symbolisieren. Wir haben hier oben die Flügel, wir haben die Schlange, die sich um den Stab wendet. Wo finden wir das auch nochmal heute? Genau, in der Medizin, ja, oder bei den Apotheken auch, sehen wir nachher. Ja. Es kommt von Aesculap, der Stab des Aesculap. Ja, und die Schlange soll hier Weisheit letztendlich symbolisieren. Hier spielt auch die Bibel mit rein. Als Mose die Schlange erhöht hat und die Israeliten von den Schlangen gebissen wurde, zur Heilung aufsehen sollten zur Schlange. Ja, das war die Heilung. Das ist auch mit dem Hintergrund, warum jetzt hier dieses Symbol teilweise auch in der Medizin dann mitverwendet wird. Auch das hier ist ein weiteres Symbol, was wir finden in vielen Kulturkreisen. Das symbolisiert auch eine Schlange, das sogenannte Ouroboros heißt der. Ouroboros, das symbolisiert die Unendlichkeit oder die Unsterblichkeit oder auch die Wiedergeburt. Die Schlange, die sich letztendlich im Kreis, ja, also eher den eigenen Schwanz beißt. Symbol, Sonne, Symbol, also Sonne und Schlange und Feuer wird oft zusammen in der Verehrung genannt und symbolisiert hier in dieser Form die Unendlichkeit und die Wiedergeburt.
Das ist ein Zeichen, wenn da so ein großes A drüber hängt, dann kennen wir es vielleicht von der Apotheke. Ja. Auch das ist symbolisiert hier Heilung. Das, was ich jetzt gerade in den letzten 20 Minuten gesagt habe, ja, da gibt es jetzt die Bibliotheken, dann wollte ich darüber was nachlesen, mit Sicherheit tausende von Büchern. Also ich kann es nur, wie gesagt, komprimieren, einfach mal so, muss ich so stehen lassen. Aus diesen Kulten erwachsen sind weitere Symbole, die uns heute auch noch wieder begegnen. Wir haben das Pentagramm jetzt schon gesehen, als Stern, wo die Sterne symbolisieren. Wir sehen auch hier ist das Hexagramm. Das Hexagramm, auch das Zeichen, jetzt, das man mit Israel da gleichsetzt, sind nichts anderes wie zwei Dreiecke. Ja. Auch hier haben wir praktisch die Symbolik wieder, wie unten, so oben. Ja. Also auch praktisch hier dieser Ausgleich. In der Mitte sehen wir dieses T. Das T ist der sogenannte Tau. Das Tau ist ein Zeichen, von dem alle anderen Kreuzeszeichen, von dem alle anderen, von dem auch das Pentagramm zum Beispiel, abgeleitet werden kann in der Geometrie. Und zwar perfekt, von dem aus alle Winkel abgeleitet werden können. Die einzelnen Winkel, die jetzt von 0 bis 33 Grad, wo ich vorhin, was die Pyramide betrifft, werden auch dargestellt, der 11., der 22. und der 33. mit verschiedenen Winkelkombinationen. Wir kennen das auch von den Freimaurern her, diesen Winkel, den sie als Zeichen eben haben. Viele Freimaurer wissen das alles gar nicht. Da wissen wir jetzt schon mehr, wie man die Freimaurer. Die sind dann nur Mitglied, ne, weil sie an ihren Vorteil davon haben und weil sie vielleicht irgendwelche Weisheit erlangen wollen. Und, also die sind in ganz unteren Klassen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Freimaurer da irgendwie besonders illuminiert ist. Er ist nur, das habe ich mal gehört und das hat mich im Grunde, sagen wir mal, überzeugt, die ganze Freimaurerei mit ihren ganzen Netzwerken ist nichts anderes wie die weltliche Schiene dieser zweiten Hammlinie. Denn die Hammlinie besteht aus einmal der Religion, und dann nenne ich jetzt gerade mal das Beispiel, ja, die römisch-katholische Kirche mit ihren ganzen Initiationen, wo sie ja auch hatten, Sakramenten, und die Freimaurerei ist nichts anderes wie der weltliche Arm davon. Weil beide führen vieles Abzeichen in gleicher Weise. Nach außen hin stellen sie sich natürlich als Feinde dar, ja? Aber hinten sieht die Welt auch wieder anders aus. Es gibt immer zwei Realitäten, eine Wirklichkeit und eine Wahrheit. Was wir sehen, ist nur die Wirklichkeit, die Wahrheit sehen wir nicht bei denen. Auch hier ein weiteres Zeichen, da haben wir das Hexagramm in Verbindung mit der Schlange außenrum im Kreis. Und hier haben wir sowohl das Pentagramm als auch das Hexagramm einmal dargestellt als Talisman des Saturns, steht hier drunter. Diese Zeichen wurden natürlich auch in Rom verwendet und sie symbolisieren in erster Linie mal die Geometrie, die heilige Geometrie. Nicht jedes Pentagramm, was Sie jetzt sehen, ist irgendein Satanszeichen oder so. Das gibt es natürlich auch. Aber es symbolisiert auf der einen Seite in erster Linie mal irgendeine Illumination, irgendeine Weisheit, für die ich Gott nicht brauche. Das hier ist das Zeichen zum Beispiel einer Freimaurerloge. Und hier sehen wir, also wenn die Freimaurer jetzt behaupten, sie sind in der 17. Jahrhundert irgendwann gegründet worden, vorher gab es sie noch gar nicht, das ist natürlich Quatsch. Das muss man ganz klar sagen. Denn alle Zeichen, die sie haben, haben den Ursprung, wie wir gerade eben gesehen haben, vor ein paar tausend Jahren. Und wir haben hier auch den Drachen wieder, der gleichzusetzen ist mit der Schlange. Wir haben die Schlange außenrum. Wir haben die Sonne, wir haben den Mond, wir haben das Pentagramm, wir haben den Kreis und das Pentagramm, wo wiederum die Sonne symbolisiert. Also das sind alles Zeichen, die auf Erleuchtung hinweisen. Der Mensch will sich selbst erlösen. Er braucht keinen Gott. Das ist die Botschaft, in einem Wort ausgedrückt, was aus diesen Reihen letztendlich kommt. Der Mensch braucht keinen Gott.
Das resultiert alles aus der Rebellion, die damals Nimrod schon gegen Gott letztendlich vollbracht hat. Das haben wir jetzt hier nochmal mit dazu genommen, weil das habe ich irgendwo gefunden und dann habe ich gedacht, das ist ja alles drauf jetzt. Ja. Da sind jetzt wirklich alle Zeichen drauf, die man so kennt. Im Grunde ist es einfach. Denken wir an die Bibel. Hat Gott uns irgendein Zeichen mitgegeben, dass wir als sein Volk, als seine Nachfolger irgendwas uns aufs Ding tätowieren können, anziehen können oder zeigen können? Wir haben das Kreuz, das Jesus Christus Kreuzigung symbolisiert. Aber es ist nicht als Zeichen benannt in der Bibel. Und sonst gibt es nichts. Alles andere resultiert aus der zweiten Linie. Nicht aus der Linie von Sem, sondern aus der Linie von Ab. Wo heute 99% aller Menschen in der Welt sich eben in dieser zweiten Linie aufhalten. Sich ihre eigenen Götter gemacht haben, ihre eigenen Zeichen gemacht haben, ihre eigene Weisheit. Dieses Zeichen ist auch bekannt. Das ist Malteserkreuz. Das ist das Kreuz der Tempelritter. Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht, ne? Von Ägypten zu den Tempelrittern. Dazwischen liegt noch Griechenland, dazwischen liegt das Römische Reich. Aber das haben wir auch schon im Grunde, durch die ganzen Gottheiten, durch die ganzen Mythen letztendlich. Wir müssen gucken, dass wir langsam in die Neuzeit kommen, ja? Damit wir das nachvollziehen können. Die Tempelritter, seit der Tempelritter, seit den Kreuzzügen in Jerusalem, hat sich die Welt, die neue Welt, in Anführungsstrichen, hier unsere Europa, auch verändert. Denn die haben diese Mysterien teilweise mitgebracht. Die kamen in Verbindung mit diesen Mysterien und haben sie nach Europa reingebracht. Die Tempelritter sind gegründet im Jahre, ich weiß noch nicht genau, es gibt unterschiedliche Jahresangaben, 1110, wenn ich es mal sage. Das ist meine Vermutung, dass sie dort tatsächlich die ursprüngliche Gründung hatte. Und diese Tempelritter haben damals schon das erste Bankensystem aufgebaut. Die haben, die waren die reichste Vereine oder reichste Orden, der je auf dieser Welt hier existiert hat und heute noch existiert. Angeblich sind sie ja irgendwann einmal von der Bildfläche verschwunden, aber das war nichts anderes, wie dass sie nur im Grunde hinter der Fassade verschwunden sind. Sie sind immer noch da. Und die Freimaurer haben letztendlich viele, viele Dinge, viele Riten, viele Zeichen, viele Symbole letztendlich von den Templern bekommen. Deswegen begegnet uns dieses Kreuz hier auf Schritt und Tritt, egal wo wir letztendlich reinschauen. Parallel dazu dieses Zeichen hier. Kennen Sie das? Das ist das Zeichen der Jesuiten. Das ist das Zeichen der Jesuiten. Die Jesuiten sind wahrscheinlich ja, nicht weit von den Templern weg. Sie sind wahrscheinlich aus den Templern, sind sogar in Alumbrados in Spanien damals mit entstanden, aus einer Teilgruppe. Vieles weiß man nicht, weil sie im Dunkeln sind. Das ist halt das. Man muss es aber unbedingt wissen. Aber der heutige Papst zum Beispiel ist ein Jesuit. Und dieser Orden ist militärisch strukturiert. Es ist ein militärischer Orden, der zum Beispiel auch die Reformation gegründet wurde, um die Reformation zu bekämpfen. Die jetzt hier 500-jährige Jubiläum feiert 2017. Und die wurde bekämpft mit viel Blut. Und mit den größten, mit den schlimmsten Dinge, die man sich mal vorstellen kann. Da ist wahrscheinlich das ISIS bis heute gibt, nicht weit weg davon. Was aber auch wichtig ist hier zu sehen, was symbolisiert dieses Zeichen? Die Sonne. Es symbolisiert die Sonne. Was ist das hier? Das ist das Dollarzeichen. Symbolisiert was? Die Schlange. Sie sehen, wir haben immer wieder die gleichen Symbole, die vor über 4000 Jahren in Babylon entstanden sind. Wer kann uns erklären, warum der Dollar ein Symbol hat, das ein S ist mit durchgeschriebenem
durchgeschriebenes S. In einem Wort Dollar kommt immer ein S vor. Man muss ja D sagen, durchgeschrieben. Dollar leitet sich übrigens ab aus Taler. Das ist ein Wattstamm. Also Sie sehen, wenn ich den Sprung jetzt mache in die heutige Zeit und nehme einfach mal die Dollarnote hier. Amerika ist wesentlich gegründet worden von Freimaurern. Da finden wir, das ist auch kein Geheimnis, die machen ja gar kein Geheimnis daraus, die Freimaurer. Amerika, George Washington war ein Freimaurer. Ja. Und viele dieser Freimaurer haben es auch gut gemeint. Ja, weil die wollten jetzt ja keinen Satanstaat errichten oder dergleichen. Ja. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber es ist auch kein Gottesstaat. Und die Anbetung, die dort versteckt sich in den Symbolen, ist nicht die Anbetung an unseren Gott, sondern es ist die Anbetung an den alten, alten babylonischen Gott, der durch die Sonne symbolisiert ist. Und das ist hundertprozentig sicher. Schauen Sie auf die Symbole. Was macht eine Pyramide auf dem amerikanischen Geldschein? Was macht die dort? Das kann Ihnen niemand erklären. Wir haben dort auch eine Jahreszahl stehen. Das ist 1776. Und wir wissen alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, 1776 ist Amerika nicht gegründet worden. 1776 war der Unabhängigkeitskrieg. Aber 1776 ist der Illuminatenorden gegründet worden, der maßgeblichen Einfluss auf die Freimaurerei hatte. Und er ist gegründet worden am 1. Mai 1776 von einem gewissen Herrn Weishaupt. Können wir mal nachlesen. Was steckt da dahinter? 1776 sind genau 666 Jahre nach 1110. Was war 1110? Die Templer gegründet worden. 1776, wenn man das durch zwei teilt, ist es 888. Es ist zweimal 888. Ich will damit nur sagen, es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass diese Zahlen in diesem Geldschein auftauchen. Und in diesem Geldschein, in diesem Dollar, der 1932, glaube ich, auf den Markt gebracht wurde, verbirgt sich eine Symbolik, wo sie ein ganzes Buch drüber schreiben können. Es ist, viele nicken, ja, weil sie sich auch schon beschäftigt haben mit dieser Thematik, aber uns muss auch klar sein, dieser Schein ist die Weltleitwährung. Und sie ist vollgestopft mit einer babylonischen Symbolik. So muss man sagen. Also wissen wir ja, wir sind in der Linie von Ham. Wir sind in der Linie von Ham. Und das Ziel, das diese Linie verfolgt, ist nichts anderes wie die Vereinigung und die Wiederzusammenführung der Zerschlagung in Babylon. In Babylon sind die Völker zerschlagen worden von Gott selbst. Die Sprachverwirrung und die Zerstreuung. Und diese Linie verfolgt nichts anderes wie die Zusammenführung wieder in ein Reich. Zu ihrem Gott. Zu ihrem Gott. Nicht zu unserem. Hier habe ich mal ein Siegel, eines von den beiden Siegeln, ja, die übrigens auch durch sämtliche Maße, die auf diesem Schein von der Anordnung her sind, findet sie immer wieder die Zahlen. 1,11, ja, 2,22, 333, 33, 666. Es ist unfassbar eigentlich, ne? Wie man auf so einem kleinen Schein eine solche Symbolik in dieser geballten Form unterbringen kann. Was wir hier sehen, ist eben das Auge, wir sehen die Pyramide und es ist die Erleuchtung. Ja? Es ist der Weg der Erleuchtung, aber ohne Gott. Und wir sehen Anuiköptis oben, das heißt, unser Weg wird gelingen. Unser Plan wird gelingen, frei übersetzt jetzt. Unten sehen wir Novus Ordo Seclorum, das heißt eine neue Ordnung der Zeit und eine neue Weltordnung, die eingeführt werden soll. Hier sehen wir die Rückseite des Siegels. Eigentlich hatten sie ja gar keine vordere Rückseite. Ein Siegel hat immer nur eine Seite. Wissen Sie, was ein Siegel ist? Ein Siegel, was ich zum Beispiel auf einen Brief drauf mache. Da habe ich auch einen Griff drauf. Das heißt, ich mache Wachs drauf und mache dann das Siegel drauf. Jetzt habe ich ein Siegel und nach oben ein Siegelgriff. Aber ich habe
ich habe auf dem Siegel nur eine Seite. Aber dieses Siegel hat zwei Seiten. Warum? Eine, die man sieht, eine, die man nicht sieht. Ja, wie oben, so unten. Hell und dunkel. Vieles bleibt eben verborgen. Und auch hier sehen wir oben diese 13 Sterne, ne, Pentagramme, die jetzt hier angeordnet sind, auch in Form von einem Hexagramm, aber mit einem Mittelpunkt dann noch dazu, hat auch seine Bedeutung. Der Vogel ist jetzt als Adler zu identifizieren, ursprünglich oder war es ein Phönix? Ein Phönix, wir kennen alle den Spruch wie Phönix aus der Asche, ja, das symbolisiert auch die Wiedergeburt. Wiedergeburt in Weisheit. Ich kann es nur anreißen, jetzt die einzelnen Symbole, ne? Aber Sie sehen, das ist die Weltleitwährung, letztendlich Geld regiert die Welt. Also diese mit dieser Symbolik wird die Welt heute schon regiert. Ich habe keine Uhr nicht erkennen. Noch 10 Minuten. Gut, dann möchte ich einfach mal noch einen Bogen spannen. Das war jetzt nicht einfach, ne? Jetzt sagen wir mal so über 4.500 Jahre mit der Symbolik diesen Bogen hinzubekommen. Mir war nur wichtig, dass man begreift, dass diese Linie, die damals, diese Spaltung zwischen Sem und Ham, auch heute noch existiert. Das ist wichtig. Und dass diese Linie, die sich über Babylon, über Ägypten und über die ganzen Weltreiche ständig hingestreckt hat, nicht verschwunden ist. Und auch, dass die ganzen Weltreiche, dass also da ein Plan ist, ne? Dass hinter dieser ganzen weltgeschichtlichen Entwicklung ein Plan steht. Das ist wichtig zu begreifen. Viele erkennen diesen Plan gar nicht. Ich denke, vieles ist Zufall. Ja? Das Land entwickelt sich so, das so, da machen wir jenes, so könnte es auch aussehen, wenn man nicht genau hinkommt. Es ist aber nicht so. Es existiert tatsächlich ein Plan. Und das Gute ist, dass dieser Plan uns gegeben ist. Kinder können wir es nachvollziehen. Wir wissen es. Wir wissen es. Die, die in der Bibel lesen können, können es nachlesen. Ich möchte jetzt den Bezug mal herstellen zur heutigen Zeit. Das, was Sie hier sehen, ist das. Weiß es jemand übrigens? Weiß es nicht? Es ist das Wappen der City of London. Nicht der Stadt London, sondern der City of London. Es gibt auf der Welt verschiedene Punkte, verschiedene Territorien, die bezeichnet man als extraterritorial. Dazu gehört die City of London, ein Bezirk in London, wo das Finanzwesen untergebracht ist. Dort finden Sie auch die Templerkirche übrigens, ja, zufälligerweise. Und diese City of London, die ist begrenzt in der Stadt London durch Drachenstatuen. Das Zeichen ist der Drache. Die City of London ist das Hauptzentrum des Kapitals auf der Welt. Von dort aus wird auch die Wall Street zum Beispiel mitregiert. Das ist ihr Wappen. Das kennen wir auch irgendwo her. Ne? Dazu möchte ich nur anmerken, wenn ein Politiker in exponierter Position, also an allererster Stelle da, nach dem Bundespräsidenten, der nur repräsentativen Charakter hat in Deutschland, ja, ist der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin der höchste Politiker in Deutschland. Und wenn diese Politiker mit irgendwelchen Handzeichen operieren, kann er ja gerne machen. Vielleicht will sie ihren Mann grüßen oder sie Kennzeichen von, wie sie sich kennengelernt haben oder was weiß ich was. Aber wir wissen ja, dass es nicht so ist. Und die Bundeskanzlerin sagt nicht, was es bedeutet. Und egal, was es bedeutet, ich will auch gar nicht spekulieren, nur, dass sie es nicht sagen, ist eine Unverschämtheit. Das muss man mal öffentlich sagen. Es ist was Geheimes, die hält irgendwas geheim. Wenn es was Harmloses wäre, würde sie es ja sagen. Und dieses Zeichen stellt ja eine Raute, soll eine Raute darstellen, vielleicht soll es ja auch ein Dreieck darstellen oder was auch immer. Aber dass es nicht genannt wird, ist ganz klar ein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, eine nicht ausgesprochene Lüge, können wir es auch sagen. Eine Lüge ist ja nicht nur, wenn ich was Falsches sage, sondern weil ich auch etwas nicht sage. Wir
Wir gehen in die Politik und ich mache es Ihnen schneller mit den einzelnen Bildern. Ich möchte Ihnen nur zeigen, wo Sie überall die Symbole, die ich jetzt angerissen habe, wo Sie die überall erkennen können. Wir haben hier ein Wahlplakat von Obama. Wenn Sie mal in die Mitte reinschauen, dann sehen Sie dort ein dargestelltes Radio, soll das sein. Oben drüber ist ein Pentagramm, ein Stern. Und diese Blitze symbolisieren ein X. Ein X steht in der Mythologie ursprünglich für den König Nimrod. Das muss man ganz klar sehen. Ein X als reiner Buchstabe ist erstmal nichts Schlimmes. Aber was bedeutet denn zum Beispiel heutzutage XXX? Was? Das ist das Zeichen für Pornografie. XXX. Und dieses XXX erkennen wir überall, auch in diesen Fernsehsendungen, wo da irgendwelche Superstars gemacht werden, haben sie überall dieses X. Wir erkennen es in der Werbung, wir erkennen es irgendwo in der Politik, überall. Xmas, Christmas. In den USA, ich bin abgekürzt durch Xmas. Also Christ ist abgelöst durch X. Christ ist abgelöst durch Nimrod. Das ist die Symbolik. Dann haben wir hier Obama 08, noch ein bisschen größer, dann kommt es nochmal. Das ist sein Zeichen gewesen. Das ist die Sonne. Das sieht man ganz klar. Es steht hier die Sonne da mit diesen drei Streifen unten drunter. Oben drüber Lucy's Trust. Lucy's Trust heißt Lucifer's Trust. Das ist ein Religionsverein, würde ich jetzt mal sagen, der von der Theosophin Alex Bailey gegründet wurde und der ihren Sitz hat im UN-Gebäude. Es ist nichts anderes wie, es hieß früher tatsächlich Lucifer's Trust, also Trust ist eine Vereinigung, jetzt heißt es auch Lucy's Trust, damit es nicht so auffällt. Es ist die Anbetung von Lucifer. Hier sehen wir es nochmal noch deutlicher. Obama. Die Sonne, das ist eine Sonnenanbetung, das ist nichts anderes. Und der amerikanische Präsident, jetzt ist es gerade Obama, wenn es ein anderer wäre, würde dem sein Name drunter stehen. Das Zeichen wäre wahrscheinlich das gleiche. Lass dich nicht täuschen, diese einzelne Person ist ausgewählt worden und macht nicht das, was er will, sondern das, was andere wollen. Er ist auch nur letztendlich eine Marionette von denen, die hinter den Kulissen alles regeln. Das ist ein ganz aktuelles Bild, habe ich hier aus NTV-Nachrichten mal rausgeholt, ne, vor 5 Tagen. Da sehen wir hier das Templerkreuz, auch mit dieser Sonne da, ne, das Grün, das ist etwas Durchgestrichenes. Das ist von Donetsk in der Ukraine. Da oben guckt man raus, ne, auf so einer Schießscharte. Nur einfach mal ohne Kommentar. Das habe ich schon mal gezeigt bei meinem letzten Vortrag. Das ist ein Zeichen der EU. Ein Plakat der EU von 1992. Und diejenigen, die hier aus dieser Hammlinie heute noch aktiv sind, die verstecken sich nicht mehr so wie noch vor 200 Jahren. Ganz offiziell packen die hier Babel, den Turm von Babel, aus dem Bild von Bruegel, dieser belgische Maler, und packen noch oben drüber lauter Pentagramme mit dem Kopf nach unten. Das heißt, das sind jetzt wirklich böseartige Symbole. Ganz offiziell von der EU-Plakat. Wir sehen nachher noch eins aus 2012. Wer schon mal in Straßburg war, was ja nicht weit ist von hier, gehen Sie mal ins EU-Parlament, was ja in Straßburg ist. Da sehen Sie mal, wie das gebaut ist. Leider ist kein Bild dabei. Das ist genau gebaut wie vor dem Plan. Das ist alles Absicht. Unten steht übrigens, was man lesen kann, auch von hinten, many tongues, one voice, viele Zungen, eine Sprache. Und das ist genau die Rückführung wieder, was ich eben gesagt habe. Viele Zungen, eine Sprache. Gott hat Babylon zerstreut und hat die Sprachen verwirrt. Und hier wollen wir es wieder zusammenführen. Das ist das Ziel, das ist das, was heute sich in der Welt abspielt, die Zusammenführung von diesen Rebellen gegen Gott. Auch eine
auch von der EU, Konsilium, Europäum, kann ich jetzt nicht sagen genau, was es war, aber ich kann Ihnen sagen, was es darstellt, auf irgendeine offizielle Stelle von der EU. Was sehen wir hier? Ein Auge, ja, oben drüber. Es soll ein Auge symbolisieren. Big Brother is watching you, auch in der EU natürlich. So, und hier, das haben wir jetzt ganz frisch entdeckt, erst vor wenigen Tagen, das haben wir dazu genommen. Hier sehen wir auch wieder das Pentagramm. Das ist ein Plakat, das ist in Brüssel ausgehängt worden, in den Räumen der EU-Kommission, glaube ich, war es. Und das hat ein dortiger Abgeordneter aus Belgien, glaube ich, fotografiert und hat es in seinen Internet-Account da reingestellt. Ja. Das ist offizielles Plakat der EU. Hier steht drauf, Europe for all, Europa für alle. Und dann steht drauf, we can all share the same star. Wir können alle den gleichen Stern teilen. Und in den Stern sehen wir alle Symbole. Da ist das Hexagramm drin, da ist der Hammer und Sichel drin, wegen dem hat er eigentlich reingestellt, weil er sich darüber geärgert hat. Da ist das Pentagramm drin, da ist das Om-Zeichen drin. Wir sehen da ein Zeichen vielleicht mit dieser 3. Ja, was ist so eine 3? Das ist das Om-Zeichen aus dem Yoga oder Reiki oder wie es auch heißt, diese Anbetung. Ja. Dann sehen wir einen Dreizack. Also, so kann man gerade so weitermachen. Das ist die Europäische Union. Mit Symbolen. Mit ihren Zeichen zeigen sie, wer sie sind. An ihren Zeichen werden ihr sie erkennen. So einfach ist das. Manchmal ist auch nicht einfach. Wir werden auch noch sehen. Das hier war übrigens das ursprünglich geplante Zeichen für die Europäische Union. Das ist die Pan-Europäische Union gewesen. Der Vorläufer im Grunde der EU und die hätte ursprünglich so ein Zeichen bekommen sollen. Was sehen wir da wieder? Die Sonne. Ne? Das ist die Sonne und das Kreuz. Auch die EU, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann jetzt hier, ich sehe es selber jetzt ein bisschen verschwommen. Es war, als die EU-Verfassung unterzeichnet wurde von den jeweiligen Staatschefs. Ist das in Rom passiert? Natürlich ist es in Rom passiert. Und vor der Statue von Papst Innozenz, dem 10. oder dem 12. Ich glaube, der 12. war es. Aber ist auch egal. Also der Papst Innozenz war, sehen Sie da im Hintergrund. Und dann sehen wir ja schon, wer hier der Herrscher über diese Verfassung ist. Und in dieser Verfassung, muss man auch dazu sagen, fehlt was? Gut. Erstmalig in einer Verfassung wird Gott gar nicht genannt. Was sind das für Leute? Und das noch vor der Papststatue. Ein weiteres Zeichen, United Nations. Die United Nations, das muss ich ein bisschen schneller machen, sind im Grunde der Nachfolger des Völkerbundes. Ja? Der Erste Weltkrieg ist gemacht worden, dann ist danach der Völkerbund entstanden. Ja? Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die United Nations entstanden. Die sind heute 193 Länder dabei. Wenn Sie die Felder zählen, die jetzt hier in diesen Kreisen dargestellt sind, dann sind es genau 33 Felder. Es ist kein Zufall, dass es so viele sind. Ja? Dieser Kreis symbolisiert auch wieder was? Die Sonne. Das ist ein ganz kleines Sonnenzeichen. Das hier ist die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation. Ja? WHO, World Health Organization. Gleiches Zeichen, aber jetzt mit der Schlange dazu. Sonne und Schlange. Es ist nichts Zufall, glauben Sie mir. Das hier ist der Stadtplan von Washington D.C. In Washington D.C. ist der gesamte Stadtplan, die gesamte Struktur, Straßenstruktur und so weiter, geplant nach geometrischen Grundsätzen und nach mystischen Grundsätzen und vollgepropft mit Symbolik. Sie finden dort Hexagramme, Sie finden dort Pentagramme, Sie finden dort diese Obelisken, sie finden da Zahlen, Symbolik, unglaublich. Das, was Sie hier sehen, ist die Deklaration der Menschenrechte. Die Deklaration der Menschenrechte, und was sehen wir darüber? Die Sonne und das allsehende Auge. Und die Pyramide, es ist ein freimaurerisches Werk, ganz klar.
Aber es ist nicht nur, es sind nicht nur die Freimaurer, das ist auch ganz wichtig, ne? Sondern es spielen alle möglichen Organisationen damit rein. Das hier ist die Britannia. Wir kennen das von Great Britain. Die Britannia, wenn man genau hinguckt, ist nichts anderes wie die Sonnengöttin. In der Bibel selbst steht da schon drin, dass die Himmelsgöttin eben als Götzenbild angebetet wurde. Und nichts anderes ist das hier. Das ist die Isis, die Ishtar, die Astar, ne? Und auch die Britannia. Wir sehen auch das britannische Schild unten mit dem Kreuz und mit dem X drauf. Es ist ein Sonnensymbol. Ein Sonnenrad. Und den Dreizack noch in der Hand. Hier sehen wir diesen sogenannten Union Jack. Auch im Vergleich mal mit dem Kreuz, ne, und mit dem auf dem Petersplatz. Und auf dem Petersplatz steht in der Mitte noch ein Obelisk drin. In Karlsruhe steht übrigens auch ein, ich komme ja aus Karlsruhe, ne, da haben wir auch wunderbar. Washington D.C. ist übrigens geplant worden nach einem Vorbild. Ne, also man hat sich da in Karlsruhe, war damals der Jefferson, und hat Karlsruhe begutachtet, wie die Stadtplan geplant haben. So haben sie es dann auch in Washington D.C. teilweise umgesetzt. Ja. In Karlsruhe ist genau, haben wir ein Schloss, dann haben wir mitten auf dem Maikplatz, was schon in Karlsruhe war, die Pyramide. Und 100 Meter weiter haben wir ein Obelisk, genau in alles in einer Linie. So wie wir es in Washington auch haben. Das sind die drei Flaggen, die eine haben Sie schon gesehen von der City of London, die drei Flaggen, die heute unsere Welt maßgeblich mitbestimmen. Einmal das Finanzielle, das repräsentiert durch die City of London. Einmal das Spirituelle, repräsentiert durch den Vatikan. Ganz klar, voll gepropft mit Symbolik. Alles ist Babylon. Und das Militärische. Das Militärische ist die Flagge von Washington D.C., die Sie hier sehen. Gehen wir von der Politik in die Wirtschaft. Sie erkennen auch bei vielen Unternehmen diese Symbolik. Und ich will jetzt keine Wertung. Es könnte ja auch Zufall sein. Aber glauben Sie mir, in den wenigen Fällen ist es so. Aber ich will jetzt hier niemanden irgendwie verurteilen. Und ich bin auch fester Meinung, dass viele Freimaurer auch gar nicht wissen, was eigentlich weiter, ein paar Grade weiter oben eigentlich passiert. Die wissen das nicht. Die denken, sie machen ja was Gutes. Denken sie an Lions Club oder Rotary Clubs, das sind ja diese Service Clubs. Ja? Die dienen nur dazu, die Menschen einzufangen. Die machen viele gute Sachen, gar keine Frage. Aber sie dienen hier der Linie Hand. Sie dienen nicht dem Gott. Und sie, im Gegenteil, sie bringen die Leute sogar weg von Gott. Weil aus diesen Service Clubs zieht man sich wieder die einflussreichen Manager oder was weiß ich, Geschäftsleute, und die sehen sich natürlich dann auch, natürlich, ich bin ja wer, ne, und können dann Geschäfte machen und so weiter. Und merken teilweise gar nicht, wie sie da in so ein Ding reinkommen oder sagen, na gut, was mache ich trotzdem mit, ne, die paar komischen Rituale da, lasse ich über mich ergehen, Hauptsache ich mache ein Geschäft. Da denken mir auch viele, aber irgendwann sind sie drin. AOL, ja, Pyramide, allsehendes Auge. Ich will es gerade kurz kommentieren. Alfa Romeo, wenn einer von Ihnen einer fährt, ich kann nichts dafür. Hier haben wir das Templerkreuz, hier haben wir die Schlange, die einen Menschen frisst. Mit einer Krone drauf. Ja. Weisheit ist das. Unglaublich eigentlich. Exxon. Exxon ist die größte Firma der Welt. Ab und zu mal wieder durch Apple abgelöst, ja, aber von der Marktkapitalisierung her größte Firma der Welt. Sie sehen hier dieses Doppel-X, ne, das Doppelkreuz. Gucken Sie mal nur auf das Doppel-X, vergessen Sie mal E, O, N, gucken Sie mal nur auf das andere. Columbia Pictures, hier sehen Sie Isis, Ishtar, Himmelsgöttin. Katholische Kirche ist die Maria. Orion. Orion ist jetzt hier ein Dentalsales, also ein Zahnlabor. Ich habe jetzt eigentlich eine Grafik hier aus meiner Firma aus den USA. Kennt hier bei uns niemand. Nur damit Sie sehen, Orion dargestellt als der Jäger, Nimrod. Sonnenrad. Deutsche Firma. Deutsche aggressive Firma. Das sage ich jetzt also. Standard Oil, Rockefeller, größte Ölfirma der Welt. Freimaurerfarben, die Farben haben wir jetzt heute nicht geredet, aber ich sage es mal dazu, ne? Blau, Weiß, Rot.
Guck die Flaggen an von England, Frankreich, USA, Russland und so weiter. Auch interessant, was haben wir hier? Telefonfirma, gucken Sie das Zeichen an. Wir sehen hier die Pyramide, wir sehen oben in der Pyramide dargestelltes Auge und wir sehen dieses Zeichen. Werbung aus Holland, glaube ich. Was heißt das? Was sehen wir hier? Wir kommen jetzt 666, das ist kein Zufall. Das ist Vodafone. Und Vodafone, dieses Zeichen, dieser Tropfen, das können Blutstropfen auch sein, soll es wahrscheinlich sein, ich weiß es nicht. Es ist das gleiche Zeichen wie der Ku Klux Klan. Wahrscheinlich unglaublich, ne? Also ich kann Ihnen sagen, der Ku Klux Klan ist älter wie Vodafone. Die gab es also als erstes. Also hat Vodafone dieses Zeichen übernommen. Und keiner beklagt sich. Stellen Sie sich mal vor, eine deutsche Telefonfirma würde jetzt das Zeichen von der Hitlerjugend zum Beispiel nehmen und würde das als ihr Firmenzeichen nehmen. Das wäre genau ein Tag offiziell, dann wäre es wieder weg. Ne? Kommen wir. Also Ton abgestellt. Kommen wir noch, was für uns auch wichtig ist, weil das möchte ich auf jeden Fall noch sagen, ist es die. Sind es die Symbole aus dem religiösen evangelischen Kirchen? Was Sie hier sehen zum Beispiel ist die Weltallianz. Evangelische Weltallianz. Und jetzt wollen wir uns ein paar dieser Symbole ansehen. Ich weiß nicht, ob die Menschen, die diese Symbole gemacht haben, gewusst haben, was sie machen. Bestimmt sind wir hier dabei gewesen, die es gewusst haben. Aber wichtig ist auch, dass man begreift, dass auch die evangelischen Organisationen alle einer pyramidalen Struktur unterliegen. Das heißt, die Beeinflussung erfolgt immer von oben. Und wenn jemand von Ihnen eine Firma hat, dann weiß er auch, wenn ich heute ein Logo mache für meine Firma, dann weiß ich ganz genau, was es für ein Logo ist. Ich suche mir das ja aus, weil es irgendwas ausdrücken soll. Und dann segne ich es ab. Also der Vorstand segnet es dann ab. Wenn ich jetzt allein bin, segne ich es dann selber ab. Aber ich suche mir es raus. Und die Werbeagentur, die das entwickelt, wenn ich es nicht selber mache, die erklärt mir ganz genau, was das bedeutet. Und ich gucke mir das an. Und dann gehe ich mit diesem Logo weltweit Allianz praktisch nach außen. Also ist es bewusst, bei so großen Organisationen, bei kleinen Gemeinden um die Ecke, wo vielleicht nur aus 20 Leuten besteht, kann es auch ein Zufall sein, dass einer sich einfach ein Symbol rausgesucht hat, weil es ihm gerade gefällt. Das ist aber auch fahrlässig, muss ich dazu sagen. Aber achten Sie auf die Zeichen. Weltevangelische Allianz. Das ist ein Sonnenrad. Das hat mit dem christlichen Kreuz nichts zu tun. Schweizerische evangelische Allianz, wir haben ja auch Schweizer hier. Ja. Auch hier haben wir ein tolles Zeichen, das eine okkulte Bedeutung im Grunde hat. Das sage ich jetzt mehr dazu. CVJM, deutlicher geht es nicht mehr. Der Weltverband der CVJM ist mitgegründet worden von Henri Dunant. Die Henri Dunant ist der Gründer des Deutschen Roten Kreuzes. Was bestimmt viele gute Sachen macht, aber Henri Dunant war ein hochgradiger Freimaurer. Das ist vom Baptisten-Weltkongress für nächstes Jahr, das Werbeplakat, ne? Sonnenrad. Auch wieder Baptisten. Hier sehen wir ganz klar das Zeichen des Saturns auch. Ne? Auf das Thema ist vorhin noch gar nicht, konnte ich gar nicht eingehen, so im Detail. Das Saturn und Orion, diesen Bogen, ja, den wir da haben. Viele denken vielleicht, das ist ein schöner Bogen, aber es symbolisiert Saturn. Und Saturn ist nichts anderes wie Saturn. Auch vom Baptisten. Ein klassisches Sonnenrad. Stellt hier Menschen dar, ja, und in der Mitte des Sonnenrads, also deutlicher geht es doch schon gar nicht mehr. Ja. Auch Baptisten, Jugend. Christliche Kooperationsbörse für Unternehmer. Christen in der Wirtschaft, hier haben wir schon wieder diesen Bogen. Das heißt jetzt nicht, dass die Menschen, die dort sind, alle Freimaurer sind oder alle böse sind oder alle aus der Hammlinie kommen, aber die, denen die Firma gehört, die verantwortlich sind, ja, weiß nicht, was sie bewegt, so etwas zu machen. Wenn Sie in einer solchen Organisation sind, fragen Sie doch bitte mal nach, was das Logo zu bedeuten hat. Ich bin auf die Antwort dann gespannt. Christen im Beruf, das ist die Fackel, die Erleuchtung. Christliche Pfadfinder der Adventjugend. Fleur de Lis haben wir hier, ne? Das ist ein klassisches Zeichen für die Trinität in Babylon. Ja, darüber ist es verstanden.
sondern auf. Wir haben in der Mitte dieser Hände ein Pentagramm. Unten haben wir Coexist, heißt es, zusammen existieren, ja, alle möglichen Religionen, Ökumene. Auch da ist es ganz deutlich erkennbar jetzt. Buchhandlung. Wie kann eine christliche Buchhandlung auf die Idee kommen, ein solches Logo zu verwenden? Das muss man echt mal fragen. Unglaublich. Ich kann alles Mögliche nehmen, aber das muss ich ja nicht nehmen. Nur wenn ich es nehme, was steckt dahinter? Idee. Sonnenbar. Ganz klar Sonnenbar. Evangelisch-methodistische Kirche. Flamme. Und noch den Bogen. Saturn. Biblische Form. X. Evangelische Jugend. Die evangelischen sind übrigens, die übertreffen sich selbst. Ne? Ich meine, gehen Sie mal ins Internet rein, evangelische Jugend oder evangelische Gemeinde, und gucken sich die Logos an. Da scheint gerade ein Wettbewerb stattzufinden, ja, wer das am meisten sinnloseste Logo ist, ja, in Bezug auf den Glauben. Also jetzt muss ich wirklich was sagen. Bei der Jugend ist es ganz verbreitet. Ne? Wir haben hier auch wieder den Kreis symbolisiert. Wir haben die Zahl 6 symbolisiert da drin. Ja. Hier nochmal alle möglichen Zeichen. Das ist auch ein Inclusive Trust, eine Zusammenführung, ökumenisches Zeichen. Bonifatiuswerk der katholischen Kirche jetzt in dem Fall. Das ist ein ganz klares Sonnenzeichen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass diese Organisationen jetzt bösartig sind. Die machen viele gute Sachen. Ja. Aber sie sind auf der Seite von Ham. Was ist das hier? Lutherischer Weltbund. Auch interessant, ne? Wenn man so eine Zeit formen kann. Methodistenkirche. Aber deutlicher geht es nicht mehr. Weltmethodisten-Council. Ökumenischer Gegenteil. Bei der Ökumenie ist es auch noch ganz schlimm. Ja. Wird immer dieser Kreis gezeigt. Das ist ja das Ökumene-Zeichen der bayerischen Jugend. Das ist erstmal für mich so vollkommen Blasphemie. Ja, wenn ich das Kreuz von so